Ich hab's geschafft, Mann, ich muss nie mehr U-Bahn fahren. Cruise vorbei im Lamborghini Huracan. Was geht ab, ihr Paul Berger? Wer ist schon alles am Start hier? Wer ist schon alles da, Leute? Das eine Auto englisch, das andere italienisch. Die Uhren aus der Schweiz, ich glaub, kultureller geht's nicht. Nein, so, Leute. Oh mein Gott, ich hab Bock. Heute mal wieder Minecraft live hier auf YouTube. Und danach geht's natürlich auf Kick weiter. Also heute werden wir richtig lange livestreamen. Wer ist jetzt schon alles am Start hier, Paul Berger? Ich den BMW für Papa. Ich hab gelernt, ich muss in schweren Tagen stark bleiben. Leute, ich würde sagen, ich werde zu Beginn des Streams immer drei von euch Paul Bergern grüßen. Also schreibt jetzt mal euren Namen in den Chat rein. Let's go! Den GTA. Max Rampe, 4 Monate Ehrenmann. Kurs. Dankeschön. Let's go, Leute. Wir gehen natürlich gleich Minecraft Stadt rein weiterbauen. Das Leben hast. Ey, okay, komm. Ich grüße. Oh mein Gott, das geht hier so schnell schon wieder Live-Chat. Ey Leute, ich muss den Chat langsamer machen. Ich kann sonst keine Namen lesen. Flexerhase. Benicio Flexerhase. Gruß geht raus. Nummer 1. Wer ist die Nummer 2, Leute? Wer ist die Nummer 2? Phoebe Steinmetz Phoebe. Gruß geht raus. Nummer 2. Okay, wer ist der Letzte? Wer ist jetzt der Letzte, der auch gegrüßt wird? Und zwar Zoran, Gruß geht raus, mein Bester. Lava-König, 2 Schweizer Franken. Hallo Max, kannst du mich grüßen? Lava-König, Dankeschön für die 2 Schweizer Franken. Kuss. Alle iCramics, Army, Digga, Edith, Kuss, Dankeschön. Ey, ihr dreht hier schon wieder durch. Ihr seid hier schon wieder ganz am Durchdrehen, ne? Ich merk schon, ihr dreht hier durch. Sag, du musst nicht mehr arbeiten, denn ihr Sohn ist täglich zu sehen auf der YouTube-Startseite. Für ein Leben wie in Minecraft. So, wir gehen rein nämlich, Leute. Minecraft Start. Lasst jetzt hier alle mal ein Like da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Dieses Leben. Hä? Leute, was ist denn das jetzt hier? Hä? Leute, der Server ist down. Hä? Warte. Hä? Minecraft. Ich muss Minecraft spielen. Warum geht das nicht? Warte mal. Das kennen die... Leute. Yo! Wir wollten gerade zu dir rein. Digga. Wir wollten gerade in deinen Channel und so... Und dann wieder rausgehen. Nice, Bro, da war ich aber wie schneller. Random. Ey, ich wollte gerade sagen, der Server ist down, aber jetzt geht er zum Glück wieder. Der ist gerade gecrashed wegen meinem Sombrero. Perfekt, Digga. Der Sombrero muss zerstört werden. Nein, der bleibt. Der zerstört den Server, der muss zerstört werden. Bro, wir wollten gerade zu dir im Channel kommen. Geil. Was machen wir heute? Was geplant? Wir wollten gerade losfliegen, eine Ration Erde holen. Da kannst du mitkommen. Ja, bin ich dabei. Und mein Songtipp für heute, muss ich leider ehrlich sagen, ist auch nicht von mir, Hashtag keine Werbung. Ach. Muss ich sagen, wirklich, eigentlich echt ein guter Minecraft-bezogener Song ist X-Ray von Awesome Elina. Kann ich dir sehr empfehlen. X-Ray. Weil du hörst ja immer meine Songs. Das ist wieder so ein Song, den man so richtig geil beim Stream hören kann. Ja, mute mich da in-game, bitte. Okay, ja, müssen wir mal reinhören, Leute. Muss ich dir ehrlich sagen. Okay, ja. Ich hab den auch vorhin direkt schon 2-3 Mal angemacht. Ich supporte nur Candy-Musik. Ja, dann ich würde sagen, treffen am Markt, weil da am haben Markt? Wir sind ja, okay, gerade gelandet. Ich komm zum Markt. Ja gut, dann lass Ingame reden. Bis gleich. Jo, bis gleich. Bis gleich. So, zack, Leute. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind in der Minecraft-Stadt, Leute. So, wir können ja Candy gleich nochmal damit konfrontieren. Weil, ey, er hat diese Verbindung da gemacht. Die muss jetzt erstmal weggemacht werden. Ich will doch hier keine Verbindung zwischen dem Candy-Schmalspur-Tower und meinem Tower haben. Oh, was ist denn hier noch? Von King Candy. Oh, Candy hat mir eine Endertruhe. Er hat mir eine Endertruhe geschenkt. Ehrenmann, Digga. Ehrenmann. Ja, aber trotzdem muss hier die Verbindung gekappt werden, Leute. Sakiert, dann gebe niemals auf, wenn du bist niemals allein. Wir haben ja hier im letzten Stream auf Kick war das. Wart ihr vielleicht dabei? Da haben wir hier den Tower nämlich noch erhöht, dass wir nämlich einen höheren Turm als Candy jetzt haben. Und Candy hat dann hier so eine Verbindung dazwischen gebaut, Leute. So, die muss natürlich direkt gekappt werden. Wir wollen ja mit Candys Turm hier nichts zu tun haben.
Leben gemeinsam unseren Traum. Kennt ihr? Oh Leute, ich liebe den Minecraft-Song. Seid mal ehrlich, Live-Chat, pumpt ihr noch den Minecraft-Song auf Spotify? Immer schön streamen. Das ist wirklich so ein guter Song. 1000. Oh, der 100.000 kennt ihr auch sehr gut. Das sind 100.000. Dann die Performance zu einer YouTuber-Insel. Ich bin Candy mit dem Regenbogenhut. Mit jedem anderen cool, nur auf YouTube geht's mir gut. Ich bin dankbar für alles, ein Danke an jeden. Community forever, ihr seid Teil von meinem Leben. Jetzt wird weiter richtig Welle gemacht. Danke an Stani und Max. Nur dank euch hab ich es so weit gebracht auf die nächsten 100k. Wir haben die Verbindung entfernt. Oh! Yo! Oh, warte, ich muss die Musik leiser machen, warte. So. Das ging zu weit. Candy, Alter, du kannst doch nicht hier deinen Schmalspur-Tower mit meinem Turm verbinden. Du hast die Friedensverbindung gekappt. Ich, mein Tower will mit deinem nichts zu tun haben, checkst du das? Damit ist unsere Freundschaft beendet. Welche Freundschaft? Die wir seit Jahren privat haben, wo du sagst, ich darf es nicht öffentlich sagen. Das stimmt nicht. Wir kennen uns seit dem Kindergarten, ich hab Maximilian. Dich aufgenommen, als du auf dem Boden lagst. Und du klingelst bei mir abends um 18 Uhr und fragst nach Brot. Hä? Soll ich das hier mal leaken? Ja. Digga, erzähl nicht, dass ich meine Klamotten verkaufen muss. Hör auf, da kauft jemand. Bauwerk und Jessikus. Ey, Flauschi, schön, dass du heute wieder dabei bist. Richtig schön, danke, heute mal wieder mit dir Minecraft zu spielen. Oha, Candy. Schön, dass du auch dabei bist. Was? Ey, ich wollte mir gestern das Back-to-School-Pack ergattern. Und ja, aber leider, leider waren wir zu spät. Das Back-to-School-Bundle ist einfach direkt ausverkauft gewesen, Leute. Sehr, sehr krank. Ja. Das kam wirklich. Mann, da habe ich auch echt einige Nachrichten gestern Abend noch von traurigen Müttern gelesen, die das kaufen wollten für ihre Kinder. Aber das war echt ausverkauft. Oha. Und produziert ihr jetzt bitte nach? Ich weiß es nicht, ob wir es zeitlich schaffen. Ja, ich weiß. Ich weiß aber nicht, ob wir es zeitlich schaffen. Das ist das Problem, weil das dauert. Oh, sowas ist ja monatelange Planung. Dann kaufe ich mir einfach ein T-Shirt. Oh, das ist korrekt. Gute Idee. Einfach ich möchte T-Shirt die Badehose holen. Haben. Ja, die ist wo aber auch krieg ausverkauft. Wo kriege ich die Badehose nur jetzt her? So. Ja, komm, egal, weiter. Komm, wir müssen jetzt hier Erde. Wer hat denn hier den das Brunnen? Das war Sue. Das soll hier so der Dorfplatz werden. Dann können wir das da hinten alles wegreißen. Yo. Und da hinten nochmal eine Stadt, einen Stadtteil schließen. Voll wild. Gefällt mir. Sieht schön aus. Hat SU gut gebaut? Hat SU echt gut gebaut? So. Ja, du baust besser als Candy. Flauschi? Hey, ja, jeder baut besser als Candy. Oh Mann, ey, Flauschi, hast du Erfahrungsfläschchen gekauft? Ja. Dann können wir jetzt losfliegen. Warte, ich muss auch noch einmal meine Schaufel vollhielen. Okay. Und zwar wollen wir jetzt jeder einmal erstmal ein bisschen Geld verdienen. Ich wollte nachher nochmal so ein Stack Dias schnell farmen. Warum steht da dein Name drauf? Das ist mein Flugzeug. Hä, wie cool ist das denn? Ich will auch ein eigenes Flugzeug. Ich will auch eins. Du musst ein Flugzeug im Amboss benennen. Alter, wie krass ist das denn? Gibt's pinke Flugzeuge? Einfach PJ, Leute. Nein, einfach ein Privatjet. Ich weiß nicht. Vielleicht aus diesem pinken Holz. PJ. Das ist einfach ein PJ. Ja, aus dem Karmesinholz vielleicht. So. Oh, ich sollte mein Inventar auch noch leer machen, bevor wir da hingehen. Ja, ich mach das auch mal eben. Eine gute Idee. Also ein bisschen lag das so. Ja, Bro, pass auf. Ich mal kurz so einen Traumschuss. Ken, ich geh noch einmal schnell zu mir in die Bude und mach mein Inventar mal leer. Ja. Er ruft mich so jetzt Live-Chat. An. Wartet mal, Leute. Stani ruft mich an. Ja, aber, also weil Candy das auch gerade gesagt hat, ich wollte dazu eh noch was sagen. Das Back-to-School-Bundle, Leute, komplett geisteskrank. Gestern in meinen Shop. Ey, also Leute, ihr seid crazy. Ihr seid wirklich crazy. Das war zu krass. Habt ihr das Bundle bekommen? Beziehungsweise gibt es hier Leute im Live-Chat, die das haben wollten, aber nicht mehr bekommen haben, weil es ausverkauft ist? Ey, ich weiß ja, Sachen gehen eigentlich immer ausverkauft in meinem Shop. Okay, zum Beispiel die Badehose. War über das Wochenende ausverkauft. Aber das Back-to-School-Bundle, Leute, ey, Bro, ich hätte das nicht gedacht. Das war einfach direkt am ersten Tag, ihr habt das so auseinandergenommen. Ich wusste nicht, dass so viele Leute Schulsachen von mir haben wollen. Also ich muss mal mit meiner Produktion sprechen, weil ich sage euch so, wie es ist. Ich weiß, ich habe gestern auch noch einige Nachrichten auf Instagram gelesen und auch beantwortet einige.
Viele haben mir geschrieben, zum Beispiel auch E-Mails oder, Nachrichten von Eltern, die haben mir geschrieben, ey, wir sind berufstätig und haben so lange gearbeitet und jetzt, weil das war um 7:30 war das schon ausverkauft. Wir sind jetzt erst heimgekommen, hatten gar keine Zeit, das zu kaufen und. Deswegen, ich will ja eigentlich auch, dass jeder die Chance hat, irgendwie was zu bekommen. Ich muss mal gucken, ich muss mit der Produktion quatschen, vielleicht kriegen wir es hin, wenn das jetzt zum Beispiel in einem Monat wieder da ist, dann könnten wir das ja prinzipiell restocken. Nur wenn das jetzt, keine Ahnung, die Produktion 2 Monate dauert oder so, dann macht das ja auch keinen Sinn. Dann hat die Schule ja auch schon wieder angefangen und sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, das sind alles Sachen, ich check das mal ab mit meiner Produktion, wie lange die brauchen, wie schnell wir sowas prinzipiell nachproduzieren können. Und dann machen wir vielleicht sogar noch einen zweiten Back-to-School-Bundle-Drop, ja? Aber echt heftig. Also, Kuss geht raus, danke für den Support, dass ihr das so gefeiert habt. Habe ich nicht mit gerechnet, sonst hätte ich natürlich mehr produzieren lassen. Aber Kuss. Ich check das ab, folgt mir einfach auf Instagram, folgt mir überall, da werde ich das dann ankündigen, wenn wir nochmal einen zweiten Drop machen, okay? Oder hier auf YouTube werde ich es auch ankündigen, aber folgt mir am besten überall, um nichts mehr zu verpassen. Ihr wisst Bescheid. So, zack, zack. Also ihr seid wirklich, ihr seid krass. Kann man nicht anders sagen, ihr seid einfach krass. Sowas, also wie gestern, das habe ich echt noch nie erlebt. Schon bevor ich das auf YouTube angekündigt habe, nur auf Instagram, war einfach schon 15 Minuten später, war das halbe Bundle ausverkauft. War schon die Hälfte weg. Echt krank, Leute, echt krank. So, zack, zack, jetzt unser Inventar hier einmal schön leer. Jetzt machen wir noch unsere Schaufel voll und dann kann es losgehen. Wir müssen eigentlich noch kurz bei unserer Chicken Farm vorbei. Mal gucken, wie die läuft. Chicken. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht müssen wir hier in der ganzen Stadt mal so Schilder aufstellen und da Werbung dafür machen, weil ich habe das Gefühl, die anderen, die kaufen hier noch nicht so viel bei unserer Chicken Farm. Was ist der Plan heute? Der Plan ist, wir zocken jetzt hier live Minecraft Stadt mit Candy, Flauschi, Essu war glaube ich auch noch da, muss ich mal gucken. Und dann geht's danach, machen wir auf Kick sogar noch weiter und später noch Raft mit Stani auf Kick, GTA will ich noch machen, also ist noch sehr, sehr vieles geplant, Freunde, noch sehr, sehr vieles ist hier geplant. So, zack, zack, bam, boah, richtig schön viel Chicken haben wir dabei hier, uns geht hier nie das Essen aus, ja, ich komme ja, beruhig dich, Candy, so, zack, zack, zack. Einmal schön voll healen. Ja, Raft, ne? Raft habe ich auch Bock drauf. GTA, RP, vielleicht auch noch später rein. Also wir können ja prinzipiell alles machen, Leute. So, zack. Bitte nicht Kick. Ja, deswegen bin ich ja jetzt hier auf YouTube da und dann später auf Kick, noch zusätzlich. Ihr dürft Kick nicht als was Schlechtes sehen, weil das einfach was Zusätzliches. Ich mache ja ganz normal hier YouTube, meine Streams, und zusätzlich dann noch weiter auf Kick. Also das ist, viel länger würde ich eh nicht auf YouTube machen. Flieg bei mir mit, nee, warte, ich flieg mit dem Transportding. Boah, ich weiß nicht, ob ich bei Candy mitfliegen würde. Er hat neulich das Flugzeug 3-mal gecrashed. Ja. Nein, ich flieg lieber bei Flauschi mit. Ich flieg lieber bei Flauschi mit. Ja. Warum hast du das umgenannt? Weil ich jetzt mal mit fliege. Das ist Flauschis Privatchat. Mann, so, jetzt. Dann flieg mal vor. Warte, ich zeig dir, wie du fliegen musst. Warte. Du musst nämlich... Muss hier erst reden. Egal, wie du fliegst, Flauschi, flieg nicht wie Candy, bitte. Guck jetzt genau mir hinterher, weil du musst den ganzen Strand und du musst um die Kurve fahren. Hier 100%. Aber ich muss aus dem Flugzeug starten. Guck jetzt und jetzt Autosimulator. Autosimulator machen wir später auch wieder. Auf jeden. Ja, das schaffen wir schon. Ja, sehr gut. Wir fliegen mit Flauschi, wir werden bestimmt nicht abstürzen. Ich bin vorher mit Tür abgestürzt. Oh nein, ich glaube, wir sind nicht schnell genug. Aber wir schaffen das doch. Oh, das ist ein ganz knappes Ding jetzt hier gewesen. Ja, aber passt. Ja, sehr gut, sehr gut. Landen wird schwieriger. Hey Leute, die Flugzeuge sind auch so nice. Discord. Candy will irgendwas in Discord besprechen. Ja. Okay. Jo. Nur, dass wir ein bisschen... Das ist der Funk. Flauschi, pass auf, du bist schneller als ich. Check. Du musst echt die Landung vorsichtig machen, aber die Landebahn ist richtig lang. Master Galaxy, danke für deine 10 verschenkten Mitgliedschaften. Oha, Master Galaxy. Obwohl ich vorhin gelesen habe im Discord, seine Frau liegt gerade in den Wehen und er spendet trotzdem... Alter, Ehrensupporter. Junge. Danke. Das ist Support, Leute. Wie heißt der nochmal? Im Kreissaal noch den Stream Master gucken. Galaxy, warte, wo muss ich denn hin? Check, Master Galaxy, vielen Dank, in ihr Vertrauen, in Flauschi Airlines.
Master Galaxy. Danke für so verschenkte Möglichkeit. Wir wünschen dir und deiner Frau natürlich nur das Beste und würden uns freuen, wenn dein Kind auch irgendwann unsere Streams auch mal anguckt. In ein paar Jahren. Schade. Grüße gehen auf jeden Fall raus an das Kind. Ja. Eine erfolgreiche Geburt wünschen wir. Ich glaube, ich habe mich verflogen. Da muss ich hin. Ah, da ist eine neue Landebahn. Ey, ich hab mich verflogen. Candy denkt einfach direkt schon an die neue Generation Abonnenten, die herangezogen wird. Flauschi, sag mir die Koordinaten bitte. Warte, ich muss erst kurz landen. Ich muss mich kurz konzentrieren. Ja. Flauschi, wir stürzen ab. Was? Nein. Ey, wehe, Leute. Wir werden sterben, Flauschi. Wehe. Jetzt eindrehen. Flieg doch vorsichtig. Ja, sie macht das gut. Das ist eine Landung in der Drehung. Zieh den Vogel hoch. Oh. Flauschi! War voll gut! Oh mein Gott! Richtig gut! Sag mal die Koordinaten, ich hab mich verflogen. Minus 770, minus 2400. Okay. Aus dem Grund bin ich mit Flauschi nicht mit Candy 18% nur kaputt. Das ist gut, das ist im Rahmen. Das ist im Rahmen. Haben wir einen Schlüssel dabei. Ja, ich hab dabei jetzt schon repariert. Ich habe auch noch ganz viele, die platzieren wir da an der Zwischenbasis. Sehr gut. Hier müsste die Landebahn gleich auftauchen. Ich bin in einer anderen gelandet, die im Wasser. Aber warum? Ja, die war gerade näher. Aber du kannst nicht immer das Flugzeug abbauen, weil das macht den Schraubenschlüssel immer zur Hälfte weg. Ja, ich hab's stehen lassen. So, wir fangen ja schon mal an zu farmen, Leute. David, starten aber schwer, sag ich dir ehrlich, ne? Ja, krieg ich schon hin. Ja, Rückzug machen wir mit Candy lieber. Was? So, Leute, mein Landeanflug beginnt jetzt auch. Wir sehen uns gleich. Leute, wir werden jetzt hier richtig schön viel Geld reingrinden. Hopp. So. Zack. Richtig schön viel Geld farmen hier mit Candy und Flauschi, Leute. Was, Leute? Was haltet ihr davon, wenn wir mal wieder einen Candy-Prank machen? Sollen wir Candy mal wieder pranken? Das dürft ihr dem jetzt aber nicht verraten. Vielleicht mal wieder so eine kleine TNT-Falle. Wir bauen mal wieder eine TNT-Falle in seinen Turm rein. Das machen wir gleich, wenn wir wieder zurück in der Stadt sind, okay? Max! Ja? Das Kind wurde vor 35 Minuten geboren, es heißt Mia. Alter! Mia! Herzlichen Glückwunsch! Digga, Chi-Chi, Junge. Du hast es geschafft. Ja. Stark, freut mich. Glückwunsch. Ist auch ein schöner Name, Mia. Das stimmt, ja. So. Digga. Boah, ich sage euch ehrlich, ne, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, meine Frau würde ein Kind kriegen, boah, ich wäre so aufgeregt, ne? Ich wäre so aufgeregt. Allein schon, ich glaube auch, ich hätte ein bisschen Angst, Leute. Weil überlegt mal, das sind ja voll viele Faktoren, ne? Das ist ja auch nicht ganz ungefährlich, ne? Das passieren ja auch manchmal, ne? Schlechte Sachen, sage ich mal, dass dann vielleicht irgendwie, weiß nicht, so eine Sachen, ne, manchmal ist ja auch die Mutter oder so, wo das dann nicht überlebt oder, also ich meine, ist jetzt unwahrscheinlich heutzutage, war früher öfter, aber trotzdem ist ja schon irgendwie so ein Risiko auch dabei oder, keine Ahnung, so Nabelschnur im Kopf, hört man ja auch manchmal so eine Geschichte. Oh, hey, nee, also da muss man wirklich, man muss wirklich froh sein, wenn alles gut läuft, das Kind gesund ist, alles top ist, also wirklich, da, ich wäre richtig aufgeregt, sage ich ehrlich, ich hätte richtig Angst. Für was denn? Ich glaube, ich hätte richtig Angst. Also Master Galaxy, Chi-Chi, Chi-Chi, alles gut gelungen, hoffe ich natürlich. Vielleicht lenkt er sich ja so ein bisschen ab, gerade vor der Nervosität. So. Ja, das ist bestimmt ganz schön aufregend. Alter, Game One, 5 Euro, 6 Euro, Hi Max. Oh Gott, warte. Nein, habe ich nicht. Hi Max, geht es dir gut? Ja, nee, mir auf nicht. Jeden Fall. Leute, kannst du mich grüßen, heiße Mason. Mason, danke schön für 6 Euro. Kuss geht raus, mir geht's gut, danke. Tukalov, kann ne? mir jemand helfen, wie ich Mitglied werden kann? Hier an meine Mod-Supporter, nee, schick mal den Mitgliederlink rein. Schick mal den Mitgliederlink rein, danke schön auch mal für 5 Euro. Kuss. So. Boah, Inventar schon fast wieder voll, das geht so schnell. Wenn dein Kind nicht Martin heißt, dann sag jetzt, ich hasse Martin. Ich hasse Martin. Jo, das zeige ich ihm, oha, jo. Max! Ja? Flauschi hat ein Kind, oder nicht? Flauschi hat ein Kind. Flauschi ist schon eine Mutter. Wie heißt das Kind? Das Kind von Flauschi heißt Martin. Hä, guck, selbst Max weiß das, obwohl er vorhin nicht dabei war. So. Doch, er war doch jetzt gerade dabei, ey, hä? Ey, Leute, stopp, 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 aufhören, Leute, stopp! Wir werden angegriffen!
So, jetzt reicht ihr Pillager. Pillager, Junge. Wir sind Villager und ihr Pillager könnt abhauen. Wo sind hier noch mehr oder was? Nee, das war nur der ein, das war der einzige. Hä, wer, was war er? Schmalspurstamm hier. Das war der einsame Wolf. Ey, kann man sich diese blauen Dinger hier eigentlich als Haustier... Nein, 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 lass die nicht frei, lass die nicht frei. Doch, nein, ich will die als Haustier halten. Mir jetzt hinterher. Ich will die als Haustier halten. Ja, dann musst du dem was in die Hand geben. Genau, du musst dem was in die Hand geben und der sammelt das dann. Was du ihm in die Hand gibst, pass auf. Ist das jetzt deiner oder meiner? Das ist meiner. Warte, dann will ich jetzt auch einen. Wo sind denn hier noch mehr da vorne? Warte, ich... Warte, Max, ich brauche einen, weil die sammeln Erde für einen ein und bringen dir das. Warte, ich hol mir erst einen, dann du. Ja, mach Rechtsklick auf den. Oha, 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 oha. Max, ich rette dich. Okay, ich habe einen mir geholt. Einfach so Erde in die Hand und jetzt, wenn wir der haben Erde Haustier. Findet, dann bringt er dir Erde. Müsst ihr mal hier rauslassen. Okay, Martin. Bummi. Ich nenn mein Haustier Bummi. Mitkommen, Bummi. Ich nenn meinen Martin. Was hast du denn heute mit den Martins, Junge? Wegen Flauschis. Oh, was ist denn hier los? Die kämpfen! Oha! Der was? Ist gerade übelst schnell gelaufen. Aber gut. Das sind Kenny und ich einfach. Oh! Das sind einfach Kenny und was? Ich, wenn wir hier unsere Stammesoberhauptskämpfe haben. Ich müsste dir eigentlich mal was zeigen. Ich hab einen Short gemacht für übermorgen, wo ich deine Stimme mit AI gemacht habe, weil ich keine Lust hatte, dich zu fragen. Apropos Short, Candy, um ja? 12 Uhr. Ja, ja. Was, Leute, jetzt hier große Ankündigung. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Um 12 Uhr kommt die Beerdigung von Candy. Wieso? Live hier um 12 Uhr. Seid dabei. Wird Candy die Ehre genommen. Was ist passiert? Ja, ich will noch nicht zu viel verraten. Um 12 Uhr, hä? Live. Du kannst. Was hast du denn gemacht als Short? Ich habe was vorbereitet. Sagen wir es mal so, das wird um 12 Uhr hier veröffentlicht. Auf YouTube, wir können gemeinsam reinschauen, drauf reagieren. Wann hast du das aufgenommen? Gestern. Hä? Gestern Abend. Bro, okay. Ja, ich sag mal so. Also ich weiß noch nichts, ich bin gespannt. Hä? Ich sag nur mal so, es hat was weil wieder mit... Mir richtig viel es hat was mit deinem Playbutton zu tun. Bro! Nein, oder? Mehr werde ich dazu nicht sagen. Wir haben privat abgemacht, dass du jetzt aufhörst mit dem Quatsch und mir meinen Playbutton rausrückst. Ja, was soll ich dazu sagen? Hab dich angelogen. Weißt du was, Max? Ich werde mal gerade nichts sagen. Hä, da ist ja schon wieder einer. Hey, warum auf mich? Schieß doch auf Max, wenn er neben mir steht. Ja, ich würde auch auf dich schießen. Oh Mann, Leute, ey. 12 Uhr, seid alle Erde am Start. Ablegen. Wo sind die Flugzeuge? oben an der richtigen Start- und Landebahn am Ende. Ja, stimmt. Leute, als ob der aber, also meine Vermutung ist, voll. Dass er mit dem Kalinen jetzt wirklich drüber fährt, aber das hält der Playbutton nicht aus. Ob ich mit dem Kalinen über den Playbutton gefahren bin, werden wir um 12 Uhr sehen. Okay, also Flauschi, dein Flugzeug ist voll. Ja. Dein Flugzeug sehr ist voll. Gut, okay. So, jetzt nochmal hier schön Inventar voll machen. So schnell? Welches? Das Transportflugzeug? Also. Flauschi-Flugzeug. Okay. Wie wollen wir das dann machen? Wer kriegt denn den Erlös von den Flugzeugsachen? Candy, ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht. Lass uns so machen. Einer sagt am Anfang, wie viel er hat. Der verkauft alles und das dann durch drei. Ja, okay, dann machen wir das so. Ist eine gute Idee, ja. Wie ist das denn mit diesen kleinen Wesen da? Sammeln die das ein und bringen einem die Erde? Muss man die nehmen? Ja, ja. Guck mal, die schmeißen uns zu einem. Die werfen dir das hin. Ah, okay, krass. Ich verstehe nicht, warum die den zugefügt haben. Die sind jetzt nicht so gut, ne? Also die bringen jetzt auch das nicht so viel, glaube ich. Zuschauer-Voting. Ach, ehrlich? Bei jedem Abend eine Abstimmung. Boah, Leute, wir machen gleich richtig viel Geld. Und dann, wenn wir wieder zurück sind, werden wir Candy pranken. 20? Das Ziffer. Ach, ehrlich? Ja. Und der Warden war aber auch eine Abstimmung, glaube ich, ne? Ja, genau. Boah, was? So ein wichtiges Element haben die Zuschauer, die Spiele abgestimmt. Krass. Ach, stimmt, ja. So, Inventar ist voll. Candy! Max! Candy, wo ist dein Flugzeug? Komm mit. Warte, ich mach noch eben voll. Ja, ja, ja. Hast du mitbekommen, Kilian hat einen Diss-Track gegen mich gemacht. Welcher Kilian? Ja, Kilian, der von TBTB, da diese Castingshow. Hä? Ja, dieser Kilian, da warst du da nicht selber auch live da vor Ort? TBT? Kilian.
Ja, oder nee, das ist anders. Irgendwelche Buchstaben einfach. Keine Ahnung. DSDS. Ja, kann auch das sein. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Kilian hat einen Diss-Track gegen mich gemacht. Nee, hab ich nicht mitbekommen. Ja, kam gestern raus. Kilian? Ich kenn keinen Kilian. Ja, du warst doch da bei diesem DSDS. Der war auf der Bühne, da hat er gestanden. Ach, Kianes. Ja, Kian, Kilian ist doch dasselbe. Der hat einen Diss-Track gegen dich gemacht. Er hat einen Diss-Track gemacht. Der geht ungefähr so. Also einfach gesungen. Und ja. Den muss ich mir mal anhören, den Diss-Track. Vielleicht werde ich da mal eine Antwort machen. Aber ach, Kian, Kilian, Kian ist mir jetzt direkt schon wieder sympathisch, dass er dich gedisst hat. Sympathisch. Vielleicht mache ich mal ein Feature mit Kian. Und dann machen wir das, die ist eigentlich eine gute Idee sogar. Leben und Tod des Candy. Das feiere ich wiederum nicht. Ich mache auch so mit. Flauschi macht auch mit. Großes Flugzeug. Oder? So, ey, die tragen uns die ganze Zeit Erde hinterher. Ist doch voll gut. Leute, wir sind voll. Ich habe einmal mein ganzes Inventar. Ja, aber Inventar noch voll machen. Ja, jetzt nochmal Inventar voll. Alter, wir werden gleich so reich werden, Leute. Woo. Also ich mach vorher Slash Money, guck, wie viel Geld ich habe, dann verkaufe ich alles und dann teilen wir. Ja? Nee, ich bin dafür, Flauschi macht das. Nein, ich nicht, weil sie hat mein Flugzeug gescammt. Ich vertraue aber dir nicht, ich vertraue nur Flauschi, die ist unabhängig. Ich bring doch die Ware heil nach Hause. Ja, das will ich erstmal sehen, dass du die heil nach Hause bringst. Wenn ich es schaffe, dann verkaufe ich. Okay. Gut. Amir. Was hörst du? Netherite, du hörst ja schon wieder meine Musik. Bro, ich warte noch ein bisschen, dann werde ich alle deine Streams copyrighten, ne? Ja, geil. Wegen dem Play-Button. Ja, geil. Wegen dem Play-Button. War es dann trotzdem wert, ja? Ma, ein Problem hast. Die kommen vorbei. So, Live-Tit, hol mal X-Ray. Warum soll ich denn X-Ray? Warum soll ich in meinem eigenen Minecraft-Projekt cheaten, Junge? Hast du hier Lack gesoffen oder was? Warum soll ich das denn machen? Ist doch doof. Ich feiere das gar nicht, Leute. Sich irgendwie so cheaten, sich einen Vorteil verschaffen. Das macht doch den ganzen Spaß kaputt. Nee, ist Flauschi. Ihr könnt hier vorne noch Erde aufheben. Hier, Max, hier hebt das mal hier alles auf. Hier hinten auch. Hier auch. Übernehm die Insel, Netherite. So, boah, wir müssen echt mal in den Kian-Diss-Track reinhören. Das hört sich echt interessant an. Ja. Hä? Ah, jetzt. Hast du meine Song-Empfehlung schon gehört? Nein. Hör dir den mal an, glaub mir. So, lass zurück. Ich höre nur Candy. Okay. Gut. Habt ihr jetzt nicht genug? Hier liegen überall noch Stacks. Hier vorne ich auch. Hab jetzt voll. Hier ist auch noch ein Stack. Max? Wo? Und Max, ich werde deinen 10 Millionen Abo-Button zerstören, wenn du den irgendwann mal hast. Hey, ich werde niemals 10 Millionen Abos haben. Warum? Sei nicht zu hart zu dir selbst, das, Max. Also, Leute, ich sage euch ehrlich realistisch, es wäre richtig nice, 10 Millionen Abos, dieser Diamant-Play-Button. Aber ich glaube, in Deutschland, das geht, also mit deutschem Content, mit deutschsprachigem Content, ich glaube, das geht einfach nicht. Du musst einfach nur warten, es werden noch täglich neue Zuschauer geboren. Ey, wer ist er denn? Ja, aber Bro, Live-Chat, ich frage jetzt hier mal den Live-Chat. Denkt ihr, das ist möglich? Ich glaube, es geht nicht in Deutschland. Guck mal, der Größte Max mit den meisten Abos ist, glaube ich, Julian Bam mit 6 Millionen. Also deutschsprachigem Content. Ich sage jetzt nicht Deutsche mit internationalem Content, sondern deutschsprachig. Ist Julian Bam mit 6 Millionen der Größte. Ich mache das jetzt 10 Jahre und ich habe 3 Millionen. Max, da müsste ich ja 30 Jahre, glaubst, wenn das so weiterläuft. Du kannst es schaffen, Max. Du musst einfach nur an dich glauben. Gib also, dich selber nicht auf. Es wäre nice, aber ich glaube, es geht einfach nicht. Wer weiß, ob es bis dahin YouTube noch gibt. Weißt du, so ein Ding ist das. Was?
Ja, nee, weil Max, ich musste ganz kurz was in deinem Stream schauen. Mir ist da gerade was aufgefallen. Ja. Das wäre ein schlechter Scherz, wenn das jetzt stimmt. Also Leute, warum hast du Weizenkörner im Inventar? 12 Holz, du musst Platz für Erde machen. Ja, mach ich doch, Bro. Wenn's voll ist, werf ich's weg. So, hör auf, meinen Stream zu snipen. Von Abzer soll ich dir sagen, nichts ist unmöglich. Okay, Leute, dann abonniert mich jetzt alle. Road to 10 Millionen Abos. Jetzt alle abonnieren. Wir wollen die 10 Millionen Abos erreichen. Shorts. Mach ein paar Shorts und sag, du hast eine Wette. Lass mal eine Wette machen, Max. Ich mach auch. Ich mach mit. Okay. Und die Wette... Oh, okay. Wer zuerst 10 Millionen Abos hat? Nein, du musst es realistisch machen. Erstens, ob Candy zuerst 2 Millionen hat oder Nein. ob Max zuerst 10 ja, Millionen Ja, Bro, hat. Das ist, Nein. da verliere ich, Digga. Das geht gar nicht. Road to 10 Mios. Dankeschön, IC Skills Stories. Kuss, 10 Schwerter Franken. Ich werde jetzt heute noch in der Pause einen Short hochladen, wo ich sage, teilt das jetzt mit euren Freunden. Das Ziel sind 10 Millionen. Ich mache jetzt Road to 10 Millionen Abos. Okay, 10 Millionen, das ist ein historischer Moment, ihr hört es hier zuerst. Aber überlegt euch das mal jetzt mal Real Talk Live Chat, ne? Ja. Wenn man sich das jetzt wirklich vornehmen würde, als mit deutschsprachigem Content, Aua. Man wäre der Erste in Deutschland. Das stimmt. Man wäre der Erste, es gibt noch keinen mit deutschsprachigem Content mit 10 Millionen Abos. Millionen. Das gibt's nicht. Und dann Road to 100 Millionen. Ja, okay, Flausch, übertreib direkt. Okay, Max, bist jetzt ja, Inventar ist voll, ja. Und auch deine Weizenkörner, alles weg. Ja. Okay. In der Offhand? Nein, der Gewinner bekommt 1000 Dollar von Abzerha, sagt er. Alter, Road to 10. Ihr müsst jetzt alle jedem erzählen, dass ihr abonnieren anders müsst. Anders geht's auch nicht. Ihr müsst selbst eurer Oma, Opa einen YouTube-Kanal machen, die mich abonnieren müssen. Selbst eure Haustiere müssen einen YouTube-Kanal machen. True. Wir sind auf einer Insel. Oh, wir sind richtig schwer. Ich merke schon, die Beschleunigung ist richtig. Ey, wir werden grade. Abstürzen. Safe abstürzen. Safe abstürzen. Das ist echt langsam gerade. Ja, das war's schon wieder komplett. Was? Ja. Sag's nicht zu früh. Manchmal geht man dann noch unter. Wir müssen Geschwindigkeit aufbauen. Wir verlieren an Geschwindigkeit. Boah, 65 nur noch? Wir verlieren an Geschwindigkeit. Ich muss jetzt richtig aufpassen. Alter. Strömungsabriss. Nee, passt. Warum werden wir in der Kurve schneller? Das macht gar keinen Sinn. Nein, natürlich macht das Sinn. Man wird doch in der Kurve nicht schneller. Ja, wir gehen ja vertikal in die Kurve. Dann macht's Sinn, leider. Also in echt geht das nicht, dass ein Flugzeug so in die Kurve geht. Ja. Aber wir gehen dadurch einen viel kürzeren Weg. Okay, nice. Wir haben es geschafft. Oh, 10 Mios, Leute. Jetzt machen wir richtig Geld. Ey, Bro, weißt du, was ich jetzt mache? Die ganze Erde. Ja? Wir sind ja jetzt hier zusammen im Flugzeug. Das ist ja eigentlich so ein schöner, Pro-Moment hier, ne? Das stimmt, ja. Weißt du, was uns verbindet? Wir machen jetzt sollen wir jetzt gemeinsam Like-Hype machen auf 3? Okay, ohne Flauschi bin ich dabei. 3, 2, 1 und starten. Leute, okay. Ihr habt es gehört. Wir machen einen Hashtag LikeHype. Jetzt alle mal liken, abonnieren, Glocke aktivieren, push den Stream raus. LikeHype in den Chat oder den LikeHype-Emote. Und dann würde ich sagen, Leute, push den Stream raus. Let's go, LikeHype. Alter, let's go, Freunde. Like, doch, alles easy. Wir sind zu langsam. Nein. Nee, wir könnten echt perfekt kommen. Ja, klar. Jetzt Geschwindigkeit raus. Na, alles easy, die ist lang, die Bahn. Ist nicht schlimm. Okay, easy. Ich muss sagen, Candy... Mit der Ladung, das war eine gute Landung. Echt eine gute Landung. Flauschi ist da, wo ist denn ihr Flugzeug? Flauschi? Bist du gecrashed? Nein. Wo ist das Flugzeug? Warte kurz, Leute. Bist du gecrashed, Flauschi? Nein. Flauschi ist gecrashed. Ernsthaft?
Nein. Was macht ihr denn gerade? Wo ist denn dein Flugzeug hin? Das habe ich verloren. Wie? Wo läuft sie denn jetzt hin? Alles einmal hier in die Kisten reinpacken. Was macht die denn da? Ich mach noch mehr Kisten. Was macht die? Warum liegt denn Erde hier im Wasser? Flauschi! Ja? Nein. Das ist unser Geld, was du hier gerade verpulverst. Deswegen habe ich ja hier eine Kiste gemacht. Warum bist du denn unter dem Wasser abgestürzt? Ich brauche noch mal nicht. Eine Kiste, wenn es geht. Ja, oder Candy, fang doch schon mal an zu verkaufen. Guck mal, wie viel Geld du hast, dann fang schon mal an zu verkaufen. Ich schreibe das in den Chat, wie viel ich habe. Ja. Dann legen wir einfach immer hinterher, dann müssen wir nicht mehr Kisten machen. Aber nicht lügen, Candy. Ja, ohne Lügen. Wir werden deinen Stream überprüfen. Live-Chat sagt, wenn er lügt. 28.600. Startgeld? Okay, 28.641. Das wird dauern jetzt. Das wird dauern. Zack, zack, zack. Dann machen wir uns nichts mehr. Leute, wir verdienen richtig viel Geld jetzt. Jetzt wird Patte gemacht hier. So. Ich repariere so lange mein Flugzeug. Wir sind auf einer Insel. Hab ich jetzt schon wieder gemacht. Candy, guck, ich bin diese Insel. Egal, was du auch machst, was du auch sagst. Candy, guck, ich bin diese Insel. Okay, wir haben ein Ergebnis. Warte, ist doch noch gar nicht fertig. Hä? Ach, noch mehr, lol. Da kommt noch. Was? Du kannst alles auf einmal reinlegen in die Kiste, ne, Max? Ja, aber ich check nicht, wie das geht. Ich kann's dir sagen, nimm mal alles raus, dann weißt du es einmalig. Warte, ja, hab ein paar raus. Jetzt gehst du in den Inventar, also du nimmst ein Stack in die Hand und drückst jetzt mit Schiff auf einen anderen Stack, den du im Inventar hast. Doppelklick. Warte. Ah, lol, okay, krass. So, jetzt kann ich auch alles auf einmal nehmen. Mega, dankeschön für die 10 Euro hier zweimal. RBL ist bester Verein. Danke für deinen täglichen Content. Danke, Bro, für 10 Euro. Kuss, Digga. Wie viel Geld hatte ich beziehungsweise vorher? Sogar zwei Donis. Digga, Ehrenmann, RBL. Kuss. Ja. So, danke für den Support, Max, Leute. Hast du im Inventar noch? Nee. Nee, ist komplett leer. Okay. So. So, ich rechne das jetzt. 40.000! Alter, haben wir viel Geld gemacht. Oha. Boah. So. Digga. 40.000 durch 3 ist ja, jeder kriegt 15.000. Was redest du? Da war ja doch noch Candy. 4.053 kriegt jeder. Ja, also für das bisschen Arbeit ist okay, das ist nicht gut, wenig. Ist gut, ist korrekt. Boah, Leute, wir haben $9.000. So reich waren wir noch nie. Ja, 10.000. Let's 32. Go. Sehr, sehr strong. Okay. Flauschi, was sagst du eigentlich mittlerweile dazu, dass mein Turm größer als der von Candy ist? Ey. Oha, das habe ich noch gar nicht gemerkt. Aufhören. Aber du bist ja dann gar nicht mehr in der Wohnung ganz oben. Ja, das stimmt. Aber ich habe mir überlegt, ich mache da einfach noch Treppen hin und dann habe ich einfach die oberen 4 Etagen. Gehören dann einfach mir. Alter, wie viel? Lass schnell abhauen, Leute. Schnell ab. Hey. Hä, wo fliegst du hin? Candy! Mein Flugzeug, Flauschi. Von Anfang an war es meins. Alter. Wie gemein. Naja. Mann, ey. Lass uns zum Flughafen, da fliegt der eh hin. Ja, ich muss jetzt auch noch was machen. Bis später. Okay, ja, Leute, tschüss. Wir werden jetzt nämlich den Candy-Prank vorbereiten. Wir müssen uns jetzt beeilen. Wir müssen jetzt einen Prank an Candy hier machen. So, mal wieder einen richtig schönen kleinen TNT-Prank. So, zack, wir gehen schnell rüber. Habt ihr das eigentlich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ihr das schon gesehen habt, Leute, weil ich habe das als ich auf Kicklife war, noch umgebaut. Und zwar, guckt euch das mal an, ich habe hier noch so eine Privatstraße gemacht und hier ist dann die Einfahrt in unsere Tiefgarage. Richtig cool, oder? Übelst nice. So, wenn es jetzt hier bald Autos in der Stadt gibt, dann können wir da reinfahren. So, bam, bam, bam. Okay, wir schnappen uns jetzt erstmal noch schnell hier die Kiste, die uns Candy geschenkt hat. Eigentlich Candy, Leute, sollen wir Candy überhaupt pranken? Sollen wir Candy überhaupt pranken? Ich meine, so Pranks, die zu weit gingen? Ich meine, er hat uns immerhin eine Enderkiste geschenkt, ne? Das ist ja eigentlich schon korrekt. Das ist ja eigentlich schon korrekt. 1 in den Chat, wenn wir Candy pranken sollen, 2, wenn nicht. Pranks, die zu weit gingen. 1 in den Chat für ja, 2, nein. Pranks, die zu... Wir machen hier einfach schon wieder Pranks, die zu weit gehen. Oh Gott, der Live-Chat. Ich glaube, ich muss eine Abstimmung machen. Ich werde jetzt eine Abstimmung hier im Chat mal machen. Moin, mein Bester. Dankeschön, Zocker bei 107. Kuss. Warte mal, ich mache eine Umfrage.
Candy Prank, ja oder nein? Und Umfrage ist raus, Leute. Ihr könnt jetzt entscheiden, ob wir machen sollen. So, die Frage ist, wo sollen wir die Ender Chest denn hinstellen? Irgendwie hier in meinem Kistenraum ist jetzt, ich weiß nicht, ob das hier ein bisschen doof aussieht. Oh, 59% sind für ja. 59% wollen, dass wir Candy pranken. Oh, Leute, wo sollen wir die Ender Chest hinstellen? Für unsere ganzen Chats reinzumachen. Ich weiß noch gar nicht. Hier im Kistenraum ist eigentlich nice, aber ich habe hier nicht mehr so richtig Platz. Ah, hier kommt nämlich die Wand schon durch. Ja, mal gucken, Leute. Gucken wir mal. Machen wir erstmal die Ender Chest hier rein. Oh, 61% wollen, dass wir einen Candy Prank durchführen. Okay, Leute. Es wird mal wieder jetzt hier Pranks, die zu weit gehen. Kommen jetzt hier, zack. Okay. Gut, dann machen wir uns halt hier TNT, wenn ihr das wollt. Nee, warte. War das nochmal so? Okay, wir haben TNT. Wie sollen wir Candy am besten pranken? Nein, der arme Max. Er heult dann. Er wird safe heulen. Aber das ist ja das Lustige. Das ist ja das Lustige da dran, Live-Chat. Oh Mann. Wisst ihr was? Ich mach mal hier kurz nur den Mitglieder-Chat an, damit ich hier ein bisschen den Chat besser im Blick hab. So, Mitglieder-Chat und aktiviert. Lasst euch später nochmal alle raus, aber damit ich hier einen besseren Überblick anhab. So, warte mal, wie machen. Wie werden wir ihn diesmal pranken, Leute? Wie sollen wir ihn diesmal pranken am besten? Warte, ich habe eine richtig gute Idee, wie wir ihn pranken werden. Wir brauchen dafür ein bisschen noch Repeater-Eisen. Wie macht man nochmal Repeater? Wie craftet man nochmal Repeater? Ich muss einmal ganz kurz gucken. Minecraft Repeater bauen. Okay, so mit Stein war das. Okay, das war gar nicht mit Eisen. Ich denke immer, man macht das mit Eisen, aber man macht das mit Stein. Haben wir noch glatten Stein? Ja, wir haben sogar noch glatten Stein. Okay, sehr nice. Oh, Leute, ich habe den perfekten Plan. Ich habe den Masterplan. So, wir brauchen erstmal ein paar Fackeln. So, ein paar Redstone-Fackeln. Dann machen wir mal ein paar Repeater. Keine Ahnung, 3 Stück. So, 3 Repeater, let's go. Ein bisschen Redstone, sehr gut. Ein TNT. Oh mein Gott, Kerstin, Steenkamp, Dankeschön. Marlon, Oberländer, Kuss. Sollen wir nur ein zweites? Ich glaube, ein TNT ist schon fast zu wenig, oder? Klau ihm seine Baufahrzeuge klauen. Auch eine gute Idee. Wir machen 2 TNT. Wir machen 2 TNT für den Prank, Leute. Zack, 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 zack. 2 TNT, okay, das ist gut. Boah, ich habe die perfekte Idee, wie wir es machen. Leute, ich habe die perfekte Idee für den Prank. Ich habe gar keinen Cobblestone mehr hier, was? Okay, wir müssen jetzt erstmal alles auf bereit machen. Ich sag, hier in meiner Lobby wird es ein Feuerwerk geben. Ich sage, ich hätte ein Feuerwerk veranstaltet. Oh Mann, ey, Leute. Das wird schon wieder so dumm. Ich sag einfach, ich habe ein Feuerwerk veranstaltet. Und dann lasse ich Candy das sogar auslösen. Hä? Flauschi left the game. Wo ist Flauschi denn hin? Wo geht sie denn hin, Leute? Oh. Ey, Lukas Falker, dankeschön für 5 Euro. Kuss. Kuss. Okay, Flauschi wieder da. Oh, ich brauche Musik, Leute. Wo ist die Musik? Wir brauchen Musik. Ey, Enten-Jay, Hassan. Kuss. iCramix King, 1 Euro, danke. Hat jemand Spinnenaugen? Glaube ja. Geht's los.
Ein neues Projekt. Minecraft Walls. Boah, das war auch noch eine nice Zeit, Leute. Minecraft Walls, auch schon wieder so lange vorbei, schon wieder so lange her. Das Projekt. Guck, wie viel Mühe wir uns geben. Wie viel Mühe wir uns für den Prank hier geben. Prankmeister Crymax einfach wieder am Start. Kommt das Wasser hierher? Ich hab's geschafft, Mann, ich muss nie mehr U-Bahn fahren. Cruise vorbei im Lamborghini Huracan. Du trägst passende Schuhe zum Oberteil, ist auch schick. Währenddessen So, jetzt müssen wir hier eine Leitung hinlegen. Ich glaube, kultureller geht's nicht, nein. Jetzt legen wir hier gleich eine Redstone-Leitung hin. Darum gibt es täglich Dinner von einem Sternekoch. So, da machen wir nämlich hier ein paar Repeater rein. So, jetzt müssen wir mal testen, ob das Signal da ankommt. Du weißt genau, nimm mich auf, weil du nur dieses Leben hast. Okay, Signal kommt an. Nice. Wow, ein Gefühl, wenn man lebt, was man rappt. In diesem Traum hab ich Blut, Schweiß und Tränen gesteckt. Also gib niemals auf, was war das denn? Auch mein Freund, denn man hört auf zu leben, hört man auf zu träumen. Es ist egal, wie oft du fällst, Hauptsache du gibst nicht auf. Zum Fallen gehört auch Feuerwerk. Oh Mann, ey, Leute. Das ist schon wieder so dumm. Du weißt, du lebst nur einmal, sag mir Bandos, Jacks, spring vom Bett in den Lambo. So, ich hoffe, das geht, wenn wir den jetzt hier hin platzieren. Nee, das geht gar nicht. Leute, wo müssen wir den hinplatzieren, damit der Prank funktioniert? Tilo, 5 Schweizer Franken, dankeschön. Lukas, 2 Euro, kannst mich grüßen, bist der Beste. Dankeschön, Lukas. Kuss, kuss, kuss. Oh mein Gott, nice, das funktioniert. Oh mein Gott. Leute, warum liebe ich so Candy zu pranken, ey? Seid mal ehrlich. Sag mal. Warum liebe ich das so, den Jungen zu pranken? Unsere Möglichkeiten grenzenlos. Okay, wir müssen jetzt da nochmal. Jetzt noch die Sprengladung aktivieren, Leute, und dann geht's los. Stein bauen wir uns auf. Leute, ey, das wird schon wieder zu nice. Kannst du bitte grüßen, Lukas? Grüße geht raus. Noel, 2 Schweizer Franken. Bau bei Candys Haus eine Etage ab. Als oh, auch sehr guter Prank, Noel. Kuss. Leon Echner, Ehrenmann. Okay, pass auf, Leute. Möglichkeiten grenzenlos. So, die sollten mal herkommen. Komme. Nicht entgehen. Leute, heute gibt's auch Candy. Wo ist der denn? Candy. Ja, ich bin hier. Ja, komm ja, mal. Warte, hallo. Flausch, die muss auch noch warten. Was willst du? Bin da. Ey, Leute, ich muss gibt's einfach Überraschung? Sagen. Ja, ich muss einfach sagen, ich find's übelst nice, hier unser Projekt Minecraft Stadt. Ich bin richtig stolz, was wir aufgebaut haben. Und deswegen habe ich eine kleine Überraschung vorbereitet. Ich weiß nicht, ja? Meine Überraschungen sind ziemlich exklusiv. Nein. Stimmt leider. Ich hab einen Minecraft Stadt Feuerwerk vorbereitet. Oh, wow. Und zwar, das Feuerwerk lässt sich über diesen Auslöser
hier starten. Aber stopp! Ich will natürlich, dass jeder von uns gleichzeitig oder ja, wir müssen ja natürlich entscheiden, wer die Ehre hat, das Ganze auszulösen. Der Bürgermeister, der zukünftige Bürgermeister wird es übernehmen. Wer ist der zukünftige Bürgermeister? Ich. Okay. Keine Sorge, Flauschi, wir stehen hier natürlich alle sicher. Ich bin ja auch dabei, ich jag mich doch nicht Wo selbst in die Luft. Wo kommt das Feuerwerk raus? Das Feuerwerk, da musst du ja in Richtung von dem Brunnen. In Richtung von dem Brunnen musst du hingucken. Okay. Wie weit Redstone hast du gespannt, ja. Alter? Komm jetzt her, zukünftiger Bürgermeister. Ja, aber wollen wir nicht warten, bis es dunkel wird? Ah, ich glaube, hier wird es nie dunkel. Das stimmt leider. So. Leute, kannst losgehen. Kenny wird das auslösen. Muss ein Sue. So. Im Namen des mir verliehenen Amtes ernenne ich den zukünftigen Bürgermeister zu der ehrenvollen Aufgabe, das erste Feuerwerk der Minecraft-Stadt zu zünden. Yeah, ich bin's, aber Leute. Aber ich bin mal gespannt. Und? Meine Damen und Herren, danke für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich werde das Feuerwerk zünden. Ja, Bürgermeister Candy. Yeah. Bürgermeister Candy. Okay, Leute. Dann schaut Richtung Brunnen. Ja. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Warte, ich muss hier hinterstehen, damit ich sehen kann. Ja. Okay. So, aber man sieht das gar nicht. Man kann doch gar nicht sehen. Wow. Das Feuerwerk, wo ist das denn? Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Max, ich glaub, wie schlecht. Ich glaube, da gab es einen Fehler in der Konstruktion. Ich glaube, da gab es einen Konstruktionsfehler. Hä? Ich verstehe es nicht, Max. Ja, dann, egal. Kenny, dann baust du gucken, halt neu. Ob du Spinnenaugen hast? Ja, guck mal, ob du Spinnenaugen hast. Also, ich kann dir welche geben. Ey! Jo! Nee. Das reicht. Das reicht. Mir egal. Brain ist die zu weit gegangen. Ja. Junge! Hä, warum hast du einen Goldapfel dabei? Ich hab sogar mehrere Goldäpfel. Oh Mann, ey, Bro. Prankst, die zu weit gingen. Und ich hab's selber gezündet. Also, Digga, dass du dein eigenes Hochhaus zerstörst, ich versteh's nicht. Ich hasse iCrimex! Also, Bro, dein Hochhaus ist vielleicht ein bisschen kleiner als meins, aber deswegen musst du es ja nicht gleich kaputt machen. Ich hasse iCrimex! Cooles Feuerwerk. War cool, oder, Flauschi? War gut. Ja, ich find's gut. Das waren Pranks, die zu weit gingen. Episode 3 mit iCrimex. So. Ich werde da jetzt Shorts draus machen, Pranks, die zu weit gingen. Max, du hast gemeint, du hast Spinnenaugen? Ja, komm her. Ich rede nicht. Komm mit. Ja. So. Also ich kann dir nicht versprechen, aber ich glaube, ich hab welche. Ja, wir gucken mal. So, Ja, eins habe ich. Oha. Passt eins? Ja, kann ich 3 Tränke mitmachen. Oha, nice. Was willst du für Tränke machen? Schwächetränke, um die Villager zu zombifizieren. Ah, stark. Ja, Candy, warte, was willst du, Discord? Ich bin Discord. Komm mal kurz runter, ich will kurz was zeigen. Ja. Was will Candy denn jetzt hier schon wieder? So. Ja. Hallo. Schau mal ganz kurz in meinem Stream, Max. Das kommt übermorgen, aber da bist du mit drin. Ich finde, das ist ganz lustig geworden. Auch warte, Leute, wir gucken kurz rein. Also der Titel ist, der eine Freund, der immer übertreiben muss. Okay. Warte, das geht drum, dass. Brauche ich den Stream-Sound dafür? Ja. Okay, warte, dann. Das geht drum, dass der eine so eine Kleinigkeit macht, so einmal stehen. Das geht drum, dass der eine so eine Kleinigkeit macht, so einmal stehen und der andere übertreibt. Mute dich mal in Minecraft, dann höre ich nur den Stream. Wie? Mute dich mal bitte in Minecraft. Mute dich mal in Minecraft, dann höre ich nur den Stream. Ja, dann musst du jetzt. Warte. Ja, dann musst du jetzt. Warte. So. Okay. Ach, hört mich ja gar nicht. Der eine Freund, der immer übertreiben muss. Das Haus sieht auf jeden Fall schon mal richtig gut. Aua! Ey, warum haust du mich so? Ich bin echt dieser Freund, der immer Candy, übertreiben muss. Candy, das war nur Spaß. Hab dich nicht so. Wow.
Ja, war nur Spaß. Leute, lasst mir ein Abo da, ich will... Was war daran jetzt lustig? Max? Was war daran jetzt lustig? Also Candy, ich weiß jetzt nicht, was daran lustig sein soll. Hä, aber wie schnell ich das so so übertrieben habe und dann... Ja, habe ich nicht verstanden, den Witz. So. Nein, Joke. Ach so. Naja. Hat okay. jemand braune Pilze? Ja, du kannst eigentlich alles von mir haben, Flauschi, komm mit. Nimm okay. alles, nimm mein Haus, warte hier. Nee, Sombrero-Rüstung. Haus will ich auch. Ich will den Sombrero. Nimmt alles, ich hau ab. Nee, den hab ich schon. Candy will schon wieder abhauen, Flauschi. Ach, das war das Sehnsel. Der haut dreimal die Woche will der immer ab. Ich hau ab, ich hab alles gedroppt, ich hab nichts mehr, Leute. Hier mein Geld, willst du mein Geld auch noch haben? Ja. Ich nehm auch was. Yeah. Wow. Was? Er hat mir $32,000 geschenkt. Ich hau ab, Leute. Tschüss, Candy. Das Projekt ist gestartet als Projekt der Zusammenhalts. Ey, Flauschi, der haut zweimal die Woche ab. Ja, ist so. Leute, komm, als richtiger Kumpel repariert man das Haus natürlich auch wieder. Ich repariere das jetzt. So, wir machen Candy jetzt mal wirklich eine gut gemeinte Überraschung. Wir stellen mal hier eine Kiste auf, da machen wir sein ganzes Zeug erstmal wieder rein. Vielleicht haben wir es ja echt ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht. Denkt ihr, wir haben übertrieben? Live-Chat, denkt ihr, wir haben es gerade übertrieben? Ich glaube nicht. So, wir reparieren jetzt einmal sein Bummihaus. Wir reparieren jetzt einmal. War doch nur ein kleiner Prank, Mann. Das war doch nur ein kleiner Prank. Oder waren das etwa Pranks, die zu weit gingen? So, Beton haben wir ja auch noch am Start. Zack, wir reparieren das hier einmal. Ist doch nichts, Leute. Der soll sich mal nicht so haben. Der soll sich mal nicht so haben, Leute. Oh. Wir wollen ja natürlich nicht wirklich, dass Candy hier verlässt. Guck mal hier. Oh, warte. Wir können das ja sogar schneller reparieren. Trick 17, Leute, mit dieser Mod hier. Oh. Trick 17. Guck mal, wie schnell das hier wieder ist, ey. Und deswegen will er hier die Insel verlassen. Ey, das ist doch hier gar nichts, Leute. Das ist doch hier gar nichts. Zack, da haben wir schon schlimmer was kaputt gemacht. Da haben wir schon Schlimmeres gemacht, Freunde. Geht das hier außen noch weiter? Weiß nicht, ob der das hier außen noch weiter bauen will. Egal, wir machen einfach mal hier noch zack. Zack. So, ist doch schon wieder halb repariert. So. Dann hat er. Ist das hier aus schwarzem Beton? Okay, dann brauchen wir noch ein bisschen schwarzen Beton. Oh, Mann, ey, jetzt macht der hier so auf, macht der jetzt hier so auf beleidigte Leberwurst. Oh, erstmal einen Schluck trinken. Wollt ihr schon wieder einen Like-Hype machen, Leute? Wir haben doch erst einen Like-Hype gemacht. Ihr dreht ja völlig durch. Ihr dreht ja hier wieder völlig durch. Zack, zack. Aber auf jeden Fall, Leute, wir haben immer unendlich Essen mit unserer Hühnchenfarm. Also die läuft auf jeden Fall schon mal richtig gut. Und prinzipiell können ja andere Spieler da auch noch was kaufen. Aber ich glaube, so wirklich... Benutzt wird die noch nicht, aber wir könnten damit noch mehr Geld verdienen. Aber ey, Leute, wir haben 40.000. Na gut, 30.000 davon gehören nicht uns. XP Florian, hi, wie geht's? Dankeschön für 10 Euro. Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. So, schwarzer Beton holen wir auch noch einmal und dann ist das doch hier schon wieder repariert, Leute. Das ist doch nichts hier. Das ist doch hier gar nichts. Du hast nur 41.000 übrig. So. Warte, ich brauche Musik. Wir brauchen jetzt Musik, um das zu reparieren. Minecraft, Candy, Crymax. Stein für Stein bauen wir uns auf. Wisst ihr, was ich mir auch überlegt habe? Denkt ihr, es würde gut aussehen, wenn wir das Dach von unserem Hochhaus aus grauem Beton machen? Dass das Dach so ein bisschen andere Farbe hat? Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Leute. Was meint ihr? Denkt ihr, das würde gut aussehen? Es schaffen. Die Grenzen machen. Ey, ihr wollt immer... Leute, ihr seid die übelsten Supporter. Am Ende des Tages mag Max mich wohl doch. Hey, Max. Max, guter Freund, halte durch. Ich muss ihn Mund zu Mund beatmen. Was machen die denn da? Ich drück. Bam, bam, bam. Max, hallo? Halte durch. Max, ich mochte dich von Anfang an. Die Pranks habe ich nur gemacht, weil du mein Vorbild bist. Es tut mir alles leid, Max. Bitte mach die Augen auf. Leute, hört ihr das? Candy, ich bin doch da. Max. Ich bin doch da, Candy. Er hat die Augen aufgemacht, Leute. Max lebt! Ja! Candy, ich stehe hinter dir! Max, ich weiß, du liegst vor mir, aber du musst Candy, aufstehen! Ich stehe hinter dir! Max!
Gut, er unterstützt dich immer. Er steht immer hinter dir. Max? Ja, ich bin doch hier, hä? Du bist hier? Ja. Hey, Max. Hey, bester Freund Max. Hä? Ich dachte, du wärst sauer auf mich. Nein, ich kann niemals sauer auf dich sein. Ich bleib wohl doch bei der Stadt. XP Florian, Max, Zuschauer mit. Weil wahre Freundschaft kann auch durch einen Prank, der zu weit ging, nicht zerstört werden. Ja, aber werden. Guck mal, ich hab auch, ich, komm mal mit, ich hab das hier auch schon repariert. Ja. Oha! Das ist ja echt repariert. Und ohne Pranks und ohne Fallen? Ohne Pranks, ohne Fallen. Hier in der Kiste habe ich hier dein Zeug rein. Prank. Zack, hier noch der Pfannenwender. Und alles ist wieder ist da. Deine Axt bei deiner so, dein Geld kriegst du auch wieder, abzüglich 1000. Was? Immerhin, Leute, aber was? Oha! Leute, das war ein Freundschaftstest und sie haben bestanden! Ach so! Ein Freundschaftstest war das. Alter, Leute, ihr seid meine besten und meine einzigen Freunde! Ja! Danke, dass ich euch hab, Leute! Ey, Flauschi, wird das hier eigentlich auch ein Hochhaus, was du da baust? Nein. Ach so, XP Florian, eins abgegiftet. Kuss, Dankeschön, Ehrenmann. Nein. Hä? Warum denn nicht? Oh, ist mich verklickt. Seid ihr noch in meinem Stream? Ja. Ne, ich bin nicht in deinem Stream. warum Nein, baust du denn kein Hochhaus? Das wird kein Hochhaus, Max. Also ich muss natürlich los, Leute. Wird das ein Hochhaus. Tschüss, Flauschi. Hä, was macht die Hat denn? Hat jemand braune Pilze? Nee, hab ich nicht. Will jemand mit mir in Nether und die suchen? Ich weiß nicht mehr, wo ich Diamanten finden kann. Ich brauch sie so sehr. Will doch nur ein bisschen ich flexen mit dir ins Nether, machen. Komm. So leer. Oha, wer sagt mir, wo ich sie finden kann? Ich brauch X-Ray. Ich will die alle Diamanten. Hat einen mit. Digga, Lukas, Kuss. Lukas auch noch ein Mitglied gegiftet. So sehr er, ich finde hier sonst überall nur Steine. Wow, wow. Wow. So, hab mich jetzt gemutet, dass wir das Gejauli hier nicht hören müssen. So. Kommst du ins Nether, Flauschi? Ja, komm, los. Teddy bleibt hier wohl alleine. Der singt wohl alleine vor sich rum. Ja. Brauchst sie so sehr? Will doch nur ein bisschen flex, Mann. Hotbar so leer. Läuft uns jetzt hinterher? Nee. Okay. Ey, bitte nicht. Bitte nicht. So, ich weiß gar nicht. Paul Berin, Chessy, genau. Hoffe, dir geht's gut und genieße das Wochenende. Hab dich lieb. Ey, Chessy, vielen Dank für den Support. Freut mich, dass du immer am Start bist. Aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich weiß doch schon so, deine Arbeit zu schätzen. Ich hoffe, du genießt auch das Wochenende. Vielen Dank. So, ja. Ich hoffe, es. So. Farm hier. Ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Ah, das sind direkt Pilze. Oha. Oh, strong. Hab sehr nicht strong. Ich gedacht, dass wir so schnell Pilze Habt finden. Ihr hier eigentlich schon mal irgendwas Krasses gefunden hier im Nether? Ich war irgendwie noch gar nicht hier im Nether. Nur das ganze Netherite. Wir waren immer nur zum Netherite-Farm. Eine Bastion oder so habt ihr noch nicht? Hier war eine in der Nähe, glaube ich. Weil, hast du schon Netherwarzen zum. Hast du wahrscheinlich schon, ne? Nee, noch nicht. Ja, dann kannst du ja keine Tränke machen. Ja doch, für den Schwächetrank braucht man keine Warzen. Ah, okay, krass. Ja gut. Was ist das hier? Da kannst du hier so einen Piglin schlagen und dann rennen die alle da rein. Dann kannst du die da unten erledigen. Okay. Bisschen eine XP-Farm. Ah, okay, strong. So, gehen wir hier mal wieder rein. So, okay, Mission mit Flauschi schon wieder erfüllt. Ja, das war echt ein schneller Ausflug. So. Ich werde jetzt hier mein Hochhaus weiterbauen. Okay, viel Spaß. Ja, danke, tschüss. Leute, weil das Ding ist, ja. Nein, ey, wisst ihr, was wir unbedingt machen müssen? Das habe ich schon voll vergessen, Live-Chat. Wir müssen in Ikea gehen. Unsere Lobby ist ja noch gar nicht richtig eingerichtet. Wir müssen unser Hochhaus unbedingt noch krasser machen, damit wir vielleicht ein paar andere YouTuber bei uns als Einwohner bekommen, die Miete zahlen. Unsere Lobby muss ja noch schön ausgerichtet werden. Dafür gehen wir mal in Ikea rein. So, das kostet ja alles hier ordentlich Geld bei Ikea. So, Küchen brauchen wir nicht. Also unsere Bude ist ja an sich schon eingerichtet, aber ich will die Lobby einrichten. So, Wohnzimmer. So, weißes Sofa. Ich glaube, das könnte cool kommen in der Lobby. So eine weiße Sofa-Ecke. Gibt es hier noch Küche? Außenbereich. Außenbereich brauchen wir nicht. Sonstiges.
Oh, Leute, sollen wir so eine Dinger? Das könnte, diese Jalousien könnten auch krass kommen. Elias Hoffmann, dankeschön. Und Lukas, nochmal einen Sub gegiftet. Kuss, Kuss, Kuss. Heike Hinz hat den Sub bekommen. Bedank dich mal hier, Junge. So, Sub. Leute, ich finde das auch, also muss ich sagen, wenn ihr, bevor ihr was spendet, giftet lieber Subs hier. Also, weil dann haben andere noch die Möglichkeit, hier auch was in den Chat zu schreiben, den Only-Mitglieder-Chat. Macht mehr Sinn. Boah, und ein Regenbogensofa gibt's ja auch noch. Ist natürlich auch krass. Ist jetzt die Frage, Leute, unsere Lobby, in welcher Farbe sollen wir das Sofa aufstellen? Sollen wir das in Grau machen oder in Weiß? Weil Grau könnte auch passen, aber ich würde fast Weiß einfach sagen, damit es alles clean aussieht. So, ich kaufe mal ein bisschen hier Sofas und einen Couchtisch brauchen wir natürlich auch noch. So, zwei Stück davon, das wird dann nämlich schön in die Lobby reingestellt. Oh, die Laterne behalten wir natürlich. So. So, was könnten wir noch? Oh, guck mal, so eine Hecke. So eine Hecke. Was könnten wir noch gebrauchen? Das könnten, ich glaube, das war es eigentlich. Fast vielleicht ein paar Jalousien. Müssten wir mal testen, ob das gut aussieht. Ich nehme mal ein paar davon mit. Oh, die ist auch teuer, Leute. Das ist hier wirklich... Möbel kaufen ist eine teure Angelegenheit. Nils, dankeschön für Mitglied. Kuss, Kuss, Kuss. Oh Leute, in einer Stunde kommt das Short, wo ich mit meinem Rolls-Royce Cullinan über Candys Playbutton drüber fahre. Da werden wir ihm komplett hops nehmen. Paulina, 3 Monate, Dankeschön. Creeper tauchen auf, sich dein Leben mit meinem. Wo gibt's weiße Wolle bzw. Teppich? Candy, Crymax. Steintauchen wir uns auch gemeinsam unseren Traum. Sieht eigentlich cool aus hier, oder? So, dann jetzt hier so ein Couchtisch. Oh, hä? Man kann ihn ja höher machen. Ganz ohne Pause vom Matsubi-Job bei Stani Performance. Oh, das sieht gut aus hier, ne? Mit dem Regenbogenhut. Ich wusste gar nicht, dass man die so stacken kann. Irgendwie auch krass. Oh, da machen wir so Tap. Leute, und da müssen wir dann eigentlich was draufstellen. Oh, das ist eigentlich voll die krasse Einrichtung. Ey, Flauschi. Ja? Guck mal, was ich rausgefunden habe. Das wusste ich gar nicht. Ja, was denn? Guck mal, diese Couchtische, diese kleinen. Wusstest du, dass man die höher machen kann? Nee. Oha, hä? Guck mal, und dann hat man wie so eine Kommode oder so, wo man sowas draufstellen kann. So Deko. Wie krass. Voll heftig. Das ist cool. Hast du zufälligerweise noch weiße Wolle? Musst du mal in meinem Haus gucken. Guck einfach mal in meinen Kisten. Okay. Was machst du? Nix. Tschüss. Was macht Flausch in unserem Haus, Leute? Flauschi? Ja? Hast du was geklaut bei mir? Nein, ach was? Du kannst mich doch einfach fragen, du kriegst doch eh alles. Hab ein bisschen Schwarzpulver gebraucht. Und ich wusste, der Einzige, wo ich das finde, bist du. Ja, okay, ist okay. Du bist immer am Sprengen. Ist ein Argument. Aber ich brauch nicht so viel. Okay, danke, tschüss. Okay, tschüss. Flauschi wollte unseren Schwarzpulvervorrat klauen. Den brauchen wir doch für unsere Pranks, die zu weit gehen. Das alles ist unglaublich. 100k. So, wir waren aber hier gerade noch am Dekorieren, Leute. Ega, Lukas hier nochmal eins abgegiftet. Kuss, 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 Gabriela. Ehre. Oh, es gibt noch so viel, was wir tun müssen, Leute. Weil mir ist auch noch aufgefallen, bei unserem Dach, da fehlt auch noch was. Wir müssen auch nochmal aufs Dach schnell hoch. Sind wieder da, übernehmen die Insel. Netherite, Netherite. Du, 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 du. Warte mal, wie kommen wir jetzt am besten aufs Dach hoch? Ich muss mich hier hochbauen. Und dann brauchen wir auch noch weiße Wolle. Aber wir haben ja gar keine Schafs. Warte mal, hab ich noch Wolle? Das wollte ich auch noch gucken. Für Teppich hinzulegen, so wie hier. Verbrecher jagen. Nein, Leute, ich habe glaube ich keine Wolle. Graue Wolle, ein Stück nur. Okay, wir müssen Schafe jagen.
Wir müssen vielleicht mal eine Schafsfarm, eine Wollefarm machen. Wäre eigentlich auch wichtig. Netherite Guards. Netherite Guards. Boah, ist das hell hier oben. So, nämlich und zwar hier oben, weil das ja die oberste Etage ist, wollte ich das ein so ein überstehen lassen, ein so ein Stück. Sieht gut aus, ne? Nein, habe ich jetzt hier zu wenig Beton mitgenommen? Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch... Ah, ne, ich hab noch... Okay, gut. Mir... Netherite Guards. Ich glaube, das wird cool aussehen, so. Damit das oben nochmal so ein Dach ist, was vorsteht. Müssen wir gleich mal von unten angucken. Denkt ihr, das wird gut aussehen? Oh nein, uns fehlen hier ein bisschen Ding. Beton. Ey, Lukas Falger, 5 Euro, kannst mich grüßen, Max. Gruß geht raus an Lukas Falger, dankeschön für 5 Euro. Kuss. Mit 100% der Stimmen wurde ich einstimmig gewählt. King Candy. Candy for President, der erste seiner Art, meine Insel mach ich stark, Netherite wie ein Soldat. Okay, ich glaube, das wird gut aussehen. Mit Flausch hier an der Krümelküste. Und dann gibt's Kekse umsonst. Ich bin Candy, denn der Erste, und ich nutze meine Chance, um aus Paulberger Hills etwas Besseres zu machen. Mit Frieden in der Stadt, nicht mit Äxten oder Waffen. Hab den Sieg. So, jetzt müssen wir uns das mal von außen angucken einmal. So, boah, Leute, warte mal, die Jalousien, genau, das wollte ich auch noch testen. Ist halt die Frage, wo das vielleicht gut passt. Boah, das könnte schon gut aussehen hier, ne, so ein bisschen Jalousien. Ist halt nur die Frage, ob das dann von außen doof aussieht. Nicht, dass das dann von außen so doof aussieht, Leute. Müssen wir ja gucken. Bau GmbH zu einem Dach mit Helikopter. Hier unten in der Lobby könnten wir das auf jeden Fall machen, oder? Ah, aber man kann das hier nicht um die Ecke machen. Auch schon wieder schwierig. Ist irgendwie auch unnötig. Lassen wir einfach die Jalousien. Ich glaube, es ist unnötig. Oder was meint ihr, Live-Chat? Krassen Wagen. Ich will hier irgendwie so eine coole Sitzecke hier so in der Lobby machen. Ich muss euch eine Story erzählen. Ist irgendwie schwierig. Aber muss ja gut aussehen. Wir wollen doch hier schön dekoriert haben in unserer Lobby. Wir sind auf einer Insel. Wir sind ganz allein. Wir sind gestrandet auf einer Insel. Doch, ich Doch, oh Leute, ich glaube, das ist es. Das, so sieht gut aus. So sieht's gut aus. So lassen wir's. Bis jeder auf alle anderen losging. Bald war die ganze Insel in Gefahr. Jeder war sich dessen klar. Ja, so ist nice. Jetzt brauchen wir eigentlich hier nur noch ein bisschen Teppich drunter. Hier hätte ich jetzt natürlich gerne grauen Teppich. Dann ist das eigentlich cool hier.
Kann man das da draufstellen? Ne, geht nicht. Ja. Dann kommt man nämlich hier so rein und dann ist hier nämlich schön dekoriert, Leute. Ganz allein. Und wir brauchen noch mal einen Mülleimer. Ich muss mal ein bisschen Lava holen. Dass wir mal einen Mülleimer uns bauen können, Leute. Boah, das könnten wir hier auch noch in der Tiefgarage. Vielleicht so ein Müllraum. Oh, das müssen wir auch noch wegmachen. Das Minecraft-Projekt. So, zack. Ja, sehr gut, Leute. Hier machen wir jetzt nämlich... Hier können wir jetzt nämlich so einen Mülleimer für unsere Einwohner hier machen. So einen Müllraum. So einen Mülltropper. Eigentlich gut so. Neues Projekt. Minecraft Walls. Dann kann man nämlich so hingehen. Und dann da einfach seinen Müll reintroppen. Zum Beispiel geht man jetzt hin. So. Bam. Der Mülltropper. Okay, sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch einen Lava-Eimer, den wir da hin platzieren. Und dafür können wir ja schnell ins Nether reinrushen. Chessy spammt Max. Chessy. Chessy, bist du hier am Spam? Du bist doch Mod. Du darfst doch hier nicht spammen, Junge. Chessy, was los? Was wird hier erzählt, Chessy, über dich? Ach, warte mal, wir wollten ja noch gucken, ob das mit dem Dach gut aussieht. Minecraft Walls. Boah, ich finde das eigentlich cool, wenn die oberste Etage... Da sieht man dann so das Dach, wisst ihr? Ja. Ich glaube, ich find's gut. Was meint ihr? Ich glaube, ich find's gut, oder, Live-Chat? Jetzt müssen wir noch einmal schnell ins Nether rushen. Chessy spammt nicht. Oder irgendjemand will mich schlecht machen. Oder das. Ey, Chessy würde eigentlich nicht spammen. Chessy ist vernünftig. Sie ist keine kleine Spammerin. Leute, hier, guck mal, unser erstes Haus. Das ist auch hier. Gar nicht, wird auch gar nicht mehr benutzt hier, das Brummihaus. Ich bin ohne mein Fleiß. Ah, hier war das Netherportal, Lost. Ein Hustler, Neuzeit, hole ich den BMW für Papa. Sie spammt nicht. Nee, macht sie auch nicht. Macht sie nicht, Leute. Macht sie nicht. Du musst nicht mehr arbeiten, denn ihr Sohn ist täglich zu sehen auf der YouTube-Startseite. Für ein Leben wie in GTA. Okay, warte, da sieht's aus, als würde es hier Lava geben. Genau, gib nicht auf, weil du nur dieses Leben hast. Nein, ach, ich Dummkopf. Geh raus, wenn du... Au, das war doof. Alter, Leute, ich bin so lost, warum mach ich das denn? Blut, Schweiß und Tränen gesteckt. Wo ist denn hier die Lavaquelle? Da oben läuft die Lava runter. Oh. In Rente mit 30. Haha. Leute, lasst jetzt alle mal ein Like und ein Abo da. Wir wollen die 10 Millionen Abos erreichen. Wir sind auf Road zu 10 Millionen Abos. Oh Mann, ey. Denn ihr Sohn ist täglich zu sehen auf der YouTube-Startseite. An jedem Tag. Hier. Bin ich nicht mehr da, geh raus für... Hä? Wow. Max, wann live auf Kick? Ja, demnächst. Ich will jetzt hier noch ein bisschen Minecraft machen. So. Auf Kick gehen wir dann in Raft, Autosimulator und alles mögliche. Geht auf Kick weiter. Ey,
Crimex Tower, Leute. Er ist so perfekt. Guck mal, alle Etagen beleuchtet. Das sieht richtig gut aus hier. Das ist ein richtig schöner Tower, den wir hier gebaut haben. Wir können uns ja mal noch überlegen. Oh, das ist jetzt eine richtig gute Sache. Live-Chat, schreibt jetzt mal in die Kommentare. Wir haben ja jetzt nochmal zwei neue Etagen und die Dachterrasse haben wir auch noch. Was sollen wir denn da oben machen? Was sollen wir denn da oben machen? Also ein Helikopterlandeplatz wäre nice. Auf jeden Fall. Ein Pool. Sollen wir da oben so einen Dachpool da oben drauf machen? Boah, das müssten wir eigentlich... Boah, das wäre heftig. Also damit hätten wir Candy komplett beerdigt. Damit hätten wir Candy komplett beerdigt. Das wäre Feierabend, Leute. Minecraft, Candy. Wenn wir einen Dachpool hätten. Kinoraum, Whirlpool. Gartenpool, Heli. Hm, ja, ich glaube, da können wir schon was Gutes machen. So, hier Mülleimer für alle Einwohner. Das Farm. Jetzt kann ich viel bezahlen dank meiner Wiederwahl. Ein Krieger und ich kämpfe mit Waffen gegen Enderdrachen. Und in den Paulberger Hills. Mülleimer. Guck mal, welches Mehrfamilienhaus hier in der Minecraft-Stadt bietet sogar einen Mülleimer für die Einwohner? Möglichkeiten grenzenlos. Da kann man richtig unnötiges Zeug reinwerfen. Zack. Geil, ne? Heftig. So. Gemeinsam unseren Traum. Hier müssen wir auch irgendwann noch mit Redstone so eine Ding hinmachen, dass man hier nicht reinfahren kann. Aber zu einem späteren Zeitpunkt. Machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Rooftop-Bar. Eine Rooftop-Bar. Keine schlechte Idee. An sich müssten wir eigentlich erstmal einen Aufzug bauen, um nach ganz oben zu kommen, weil der aktuelle Aufzug führt ja nur in unsere Bude rein. Aber ich will den Aufzug hier auch nicht erweitern, weil dann müssen wir mal den richtigen Absprung schaffen. Das ist dann, glaube ich, auch nervig. Vielleicht sogar ein extra Aufzug, aber ein extra Aufzug wird dann hier wieder durch unsere Wohnung gehen. Dachterrasse. Schwierig, schwierig, schwierig. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen, dass man nach ganz oben kommt. Leute, 100.000. Dankeschön. Es ist unglaublich. Oder jetzt hier nochmal so ein extra Ding. Was würdet ihr denn machen? Wie soll man auf das Dach hochkommen? Wir haben eigentlich keine andere Möglichkeit, als hier unseren Aufzug zu erweitern. Entenchay. Entenchay, was machen wir denn da jetzt? Was machen wir denn da jetzt? Eine Treppe. Einfach eine Treppe hoch. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt einfach eine Treppe hoch machen, dann wäre das halt wirklich nur für uns. Also, weil aus unserem Penthouse raus, wisst ihr? Weil sonst müssten ja alle, also wir müssen halt erstmal überlegen, wird das was Öffentliches, so eine Rooftop-Bau oder so? Weil wenn das was Öffentliches ist, dann müssten ja alle immer durch unsere private Wohnung laufen. Weil ansonsten könnten wir einfach jetzt hier zum Beispiel, könnten wir das hier nochmal als Fahrstuhl nutzen, weil das hier eh so ein unnötiges, ungenutztes Eck. Das ist eigentlich eine schlaue Idee. Nee, das wird nur für uns sein. Das wird nur für uns. Nochmal ein Aufzug. Außenglaslift. Außenglaslift Pro. Nee, wir machen es nicht öffentlich, sondern nur für uns. Als Besitzer von der Penthouse-Wohnung hat man dann nämlich seinen privaten Dachterrassenpool. Guck mal so. Dann hat man nämlich seinen eigenen Dachterrassenpool. Hier könnte man das nämlich so machen. Und einen eigenen Helikopterlandeplatz. Das ist doch nice, Freunde. Boah, und dann kann man hier so hochfetzen. Oh mein Gott, Leute. Hahaha. Nice. Zack. Hier geht's nach oben, da geht's wieder runter. Perfekt, Leute. Guck mal, hier hat man sogar noch Platz. Hier kann man dann so ein Wasserding reinmachen zum Runtertroppen. Oh mein Gott, Leute, das ist perfekt. Checkt ihr das eigentlich? Das ist perfekt, Leute. Übernehmen die Insel Netherrun. Okay, Leute, wir bauen gleich weiter. Ich muss nur einmal ganz kurz auf Toilette. Ich bin gleich wieder da.
Leon, HD, 5 Euro. Du kannst mit Trichtern von oben nach unten bauen und dann unten einen Dropper, der das in die Lava droppt. Luxus, das hat nicht mal Candy. Hä? Ach, stimmt. Stimmt, einen Dropper, dass man einen eigenen Mülleimer in jeder Wohnung hat. Alter, das ist krass, Leon. Das ist krass. Dann hat jede Wohnung sogar einen eigenen Mülleimer. Sehr gute Idee. Dankeschön für 5 Euro. Kurze Toilettenpause, bin gleich wieder da, Live-Chat. Mit 100% der Stimmen wurde ich einstimmig gewählt. King Candy, der King der YouTuber-Insel. Candy for President, der erste seiner Art. Meine Insel mach ich stark, Netherite wie ein Soldat. Ich kann bauen, ich kann reden, es gibt nichts, was ich noch üben müsste. Ich mach Urlaub mit Flauschi an der Krümelküste. Und dann gibt's Keks umsonst. Ich bin Candy, denn der Erste, und ich nutze meine Chance, um aus Paulberger Hills etwas Besseres zu machen. Mit Frieden in der Stadt, nicht mit Äxten oder Waffen. Hab den Secret Service als meine Bodyguards dabei, damit ich sicher reisen kann und keine Creeper mich ergreifen. Komm vorbei, majestätisch, im Daimler Mercedes. Bau eine Statue nur aus Goldstein für Stein, wie bei Tetris. Papageien in einem Käfig und ein Zoo voll mit Panda-Bären. Will keine Möhre mehr zum Frühstück, sondern Camembert. Danke an alle, ich werd euch niemals enttäuschen. Candy ist jetzt im Gebäude, die neue Ära ist heute. Jetzt trägt die Statue von Banks einen Regenbogenhut. Und der steht ihm richtig gut. Ich hab noch lange nicht genug. Ich werd die Steuern absenken, um euch das Leben zu erleichtern. Candy steht nicht auf Grenzen, hab keine Krone wie ein König, doch ne Riesenresidenz. Bin nicht eure Exzellenz, doch mein Wort ist, was euch lenkt. Danke Stani, Dr. Banks, danke Crimex und die Gang. Danke Paulberger Hills, hier spricht der neue Präsident. Von der Bau GmbH zu einem Dach mit Helikopter. Von einem Ruderboot zur Yacht mit Helikopter. Meine erste Regel lautet, lass mal Flauschi in Frieden. Sie hat jetzt Immunität, das gilt von heute bis ich fliege. Und ich wünsche mir für alle eine friedvolle Zeit. Gemeinsam sind wir stark und die Insel vereint. Und ich schenke auch gerne, ihr glaubt's nicht, das ist so. Ihr kriegt eine Jahresration Paulberger Limo. Sie schloss sich Frieden, entstanden die und Crimex Brüder. Seitdem ich an der Macht bin, ist alles besser als früher. Dr. Banks kriegt eine Statue, Flausch in eigene Küste. Solange ich an der Macht bin, werde ich euch alle beschützen. Ich bin wach, wenn sie schlafen. So, Freunde, wer hat mich vermisst? Bin wieder da. So. Candy stinkt, Digga, der arme Live-Chat. Warum macht ihr den Candy so fertig? So, ich mach den Chat mal wieder auf für jeden. So, Leute, ihr seid wieder raus aus dem Knast. Chat wieder auf für jeden. Let's go, let's go. Okay, so, wir waren jetzt hier gerade dabei. Wir wollten einen Fahrstuhl hier durchbauen, Leute. Wir machen hier einen Durchbruch in die Bude rein. Moin, 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 da seid ihr ja wieder alle. So, okay, müssen wir jetzt erstmal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Mitte. Aber seid mal ehrlich, Live-Chat, das ist doch voll die geile Sache. Ist doch voll die gute Idee. Dann haben wir nämlich nochmal hier einen privaten Fahrstuhl aus der Penthouse-Wohnung raus. Ist jetzt hier nochmal ein privater Fahrstuhl. Das ist doch heftig, Leute. Also ich feier's auf jeden Fall. Sind auf einer Insel. So. Sind. Boah, wie heftig das aussieht. Übermodern, oder?
So, wir brauchen auf jeden Fall direkt mal noch grauen Beton. Das nehmen wir auch mal mit. Boah, Feierabend, die Wohnung. Die ist echt Feierabend. So, da muss dann Ding rein. Ah, okay, hier müssen wir aufpassen. Kann sein, dass wir das hier vielleicht sogar einen Block erhöhen müssen, um hier rein... Aber gut, egal. Müssen wir gleich mal schauen. Weil hier muss ja noch der Seelensand drunter. Und das Wasser muss ja trotzdem noch irgendwo reinlaufen. Ja, das ist das. Oder so halbe Stufen. Mit halben Stufen können wir das machen. Egal, schauen wir gleich. Wir sind ganz allein. So, dann machen wir nämlich hier. Muss ich natürlich erstmal gucken, wie das hier verläuft. Genau, hier ist die Türe. So. Bam, da haben wir jetzt nämlich nochmal zwei... Alter, Leute, wir haben so viel Platz hier. Wir haben so geisteskrank viel Platz in unserem Penthouse. 4 Etagen. Wer hat 4 Etagen voll? Ah, das moven die hier. Ey, wer hat einfach einen Penthouse über 4 Etagen, Leute? Das ist krank. So. Ich weiß gar nicht, ob sowas in echt überhaupt gibt, Leute. Und hier geht's dann... Nein, Leute, da geht's ja noch ein Stockwerk höher. Da ist ja noch gar nicht das Dach. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Da geht's ja noch gar nicht. Bro, krank. Krank, krank, krank. So, zack, 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 zack. So, hier nochmal zubauen. Und dann machen wir nämlich da oben schön einen Helikopterlandeplatz hin. Minecraft Walls. So, zack, da wieder die Lichter rein. Ey, krank, Freunde, krank. Krank, Freunde, was wir hier schon wieder bauen. Alter, Ende, Ende. Unser Penthouse ist wirklich Endstufe. Unser Penthouse ist Endstufe. Okay, wir brauchen Seelensand. Ich hoffe, ich habe das noch auf Lager. Ich hoffe, ich habe davon noch was. Oh mein Gott, Leute, in einer halben Stunde. In einer halben Stunde um 12 Uhr kommt der Candy-Zerstörungsshort raus, Leute. Nein, habe ich keinen Seelensand mehr? Hä, wie schlecht. Oh, okay, wir müssen noch Seelensand für den Aufzug besorgen. Täglich zu sehen auf der YouTube-Startseite. Aus für ein Leben wie in GTA. Bisschen Beton muss ich auch noch holen. Oh, gib nicht auf, weil du nur dieses Leben hast. Tja, meine Villa einfach zu cracked. Zu cracked. Wo bist du? Ich frag mal Kenny, wo er ist. Du schaffst es auch, mein Freund. Man auf zu träumen. Ah ja, wegen Mod. Ja, genau, Rain. Ich gebe dir mal hier noch Mod auf YouTube. Gut, dass du mich dran erinnerst. So, dann kannst du ja auch mal ein bisschen aufpassen. Kannst du ja auch mal ein bisschen auf YouTube noch aufpassen. Ja. Candy joint the game, hä? War der gerade nicht da? In die Leftigen? Candy Prank. Wir haben doch Candy schon geprankt. Candy wurde heute schon geprankt, der Arme. Wir können ihn noch nicht schon wieder pranken. So, wir brauchen hier einmal dieses, dieses Leben hast.
Bin unter der Erde, okay. Der Paulberger Farm, oder was? Alter, Candy, ey, wisst ihr was? Wir bauen jetzt hier noch schnell unser Dach fertig mit Helikopterlandeplatz, Pool, alles. Und dann werden wir Candy holen. Und dann werden wir dem mal zeigen, wie eine richtige Penthouse-Wohnung aussieht. Candy, Crimex. Stein für Stein bauen wir uns auf. Dann werden wir dem mal zeigen, wie hier so eine richtige Penthouse-Bude aussieht. Baue ich eine Villa, denn das muss sein. Ich bin der Präsident der Minecraft-Inseln. Dann gibt es Inselverbot. Obwohl, ich weiß nicht, ich glaube, mir gefällt das doch nicht, wenn das hier so übersteht. Ich glaube, wir müssen das doch nochmal wegreißen später. Ja, gefällt mir doch nicht. Wir reißen das nochmal weg, Leute. So, Seelensand. Wer hatte dann... Flauschi hat bestimmt Seelensand. Bei der können wir noch einmal vorbeisteppen. Minecraft, Candy, Crimex. Irgendwie kauft auch niemand Diamanten. Warum kauft niemand Diamanten? Unser Juwelier läuft gar nicht. Der bringt überhaupt kein Geld rein. Und ich werde ein paar Wände schaffen. Die Grenzen machen. Bei Flauschi müssen wir noch vorbeisteppen. Leute, es wird auch Zeit, dass wir hier mal Autos in Minecraft-Stadt haben. Wir brauchen hier mal einen Autohändler. Ich bin ein Crimex. Geh zu SU. Zu SU unter die Brücke, aber SU ist gerade nicht online. SU, der Arme, wohnt unter der Brücke. Netherite Style. So, Flauschi, hast du noch ein bisschen Seelensand? Also Flauschis Kisten sind auf jeden Fall nicht geordnet. Perfekt, Seelensand. Bin 10 Jahre alt und YouTuber. Oha, krass. Mit 10 Jahren schon. Das Ding ist, ich habe ja mit... Also, ich habe auch schon früher YouTube gemacht, mit anderen, auf alten Kanälen. Aber mein iCrimex-Kanal, den habe ich gegründet, da war ich 16. Ja. 16 war ich da. Das ist jetzt mein 10. Jahr YouTube, Leute. Das ist schon krank. Am 25.12. dieses Jahr hat mein Kanal wieder Geburtstag und 10 Jahre. Das ist schon echt krass. Ich mache das einfach schon 10 Jahre. Überlegt euch das. 10 Jahre YouTube. Ein ganzes Jahrzehnt. Bro, das ist... Sind hier Leute am Start im Chat, die jünger als 10 sind? Dann habe ich nämlich schon YouTube gemacht, wo ihr noch nicht mal geboren wurdet. Da gab es den Kanal schon, da wart ihr noch nicht mal... Schreibt mal jetzt rein, wie alt ihr seid, wenn ihr unter 10 Jahre alt seid. Würde mich mal interessieren. Wenn ihr so junge Zuschauer sind. Dann habe ich einfach schon Videos auf dem Kanal gemacht, da wart ihr noch nicht mal geboren. Checkt ihr das? Checkt ihr das eigentlich? Alter, ey, das... Aber die Zeit fliegt, Leute, die Zeit fliegt. Die Zeit fliegt, krass. Ey, das Ding ist aber auch, Leute, und ich, das, da hör, wenn ich das jetzt sage, da muss ich immer so an meinen Vater oder an meine Großeltern oder whatever denken. Da hört man sich, da höre ich mich selbst wie so ein alter Mann an. Aber es ist einfach Real Talk so. Merkt euch die Worte, es wird wirklich so sein, auch bei euch. Sobald man aus der Schule rausgeht, ist die Zeit so schnell verflogen. Sobald ihr aus der Schule raus seid, Zeit ist 10 Jahre weg. Das geht so schnell. 100k. Community forever. Och, ich bin... Ey, Leute, ich bin so doof. Jetzt habe ich den hellgrauen Beton schon wieder vergessen. Okay, es sind schon ein paar, die hier jünger als 10 sind. Krass. Richtige junge Paulberger hier. Ey, nein, ich habe keinen grauen Beton mehr. Nein. Nein. Jetzt müssen wir auch noch Beton holen. Abschluss, ah krass, Rainer, der hat jetzt Abschluss. Ist auch eine schöne Zeit, ist wirklich eine schöne Zeit. Ich hab da, Real Talk, Leute, ich hab da erst neulich nochmal drüber nachgedacht. So diese ganze Schulzeit, ne? Irgendwie, also, wenn man in der Schule ist, freut man sich, wenn man raus ist. Und ich bin auch froh da, wo ich jetzt bin. Und ich hätte auch keinen Bock, einen Tag nochmal zurückzugehen. Aber so diese Schulzeit, das ist schon sowas, das ist schon irgendwie so eine besondere Zeit. Und das kommt auch nicht wieder.
Das kommt, also klar, macht ja Sinn, aber ich meine, so dieses auf Klassenfahrten sein und keine Ahnung, vielleicht erstes, die erste Freundin und keine Ahnung, das sind alles so Sachen, keine Ahnung, das, wenn man den Führerschein macht und Abschlussfeier und Abschlussfahrt und das sind alles Leute, genießt das einfach, genießt die Zeit, weil so, dass man so mit zufälligen Leuten so in eine Klasse gewürfelt ist und dann, keine Ahnung, auch mal, ne, dann macht man vielleicht irgendwie auch mal Faxen auf Klassenfahrten, kriegt Ärger von den Lehrern oder sowas. Das sind alles so Sachen, Leute, das ist so eine geile Zeit und da erinnert man sich immer gerne dran zurück. Wisst ihr, wie ich meine? So, das ist, erscheint euch jetzt vielleicht nervig und ist bestimmt auch nervig, auch Schule und Hausaufgaben und alles, aber irgendwie so im Nachhinein, das ist halt einfach, so, das kommt halt nie wieder. Ihr werdet nie wieder irgendwie so mit zufälligen Leuten in der Konstellation, so dass Lehrer und alles so unbeschwert ist und euch nicht interessiert. So im Job später seid ihr zwar auch mit zufälligen Leuten zusammen, aber weißt du, wenn man da dann Faxen macht, dann kann man sich sowas nicht erlauben. Ne? Da geht es ums Geld, da müsst ihr eure Familie ernähren und sowas. Aber so Schule, das war schon eine lustige Zeit auf jeden Fall. War schon eine lustige Zeit. Da muss man einfach sagen. Wenn man während der Schulzeit, wenn man es gerade währenddessen dabei ist, findet man es vielleicht nicht so lustig, aber im Nachhinein denkt man gerne dran zurück. So. Könnt ihr jetzt vielleicht fühlen, vielleicht auch nicht, was ich sage, aber Facts, Leute. Das sind Facts. So, ich wollte das Dach hier noch ein bisschen verkürzen. Hat mir doch ja nicht gefallen. Zack, 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 zack. Wann holst du Elektra? Hä? Max ist weise. Weise Worte von iCrimex. Weise Worte. Ja, ich sag mal, bin jetzt vielleicht nicht der Älteste, aber vielleicht ein bisschen Lebenserfahrung habe ich schon gesammelt. Opa Crimex. Weise Worte von Opa Crimex am Lagerfeuer. Jede Zeit hat was Nices. Einfach genießt einfach alles. Man lebt nur einmal, genießt alles. Und auch die Schulzeit ist halt auch nur einmal, ne? Candy stinkt. Warum steht die ganze Zeit im Chat, Candy stinkt? Ey, der Arme, der tut mir ja schon leid, ey. Der Arme tut mir ja schon fast leid, der wird hier nur fertig gemacht. Guck mal, ich hab mir überlegt, wir machen hier so ein Ding drüber. Hier kommt dann so eine Terrasse hin. Hier machen wir so eine Terrasse oder sowas. Oder ein Heli-Landepad. Weil das sieht man von unten eh nicht. Lausch hier an der Krümelküste. So, und hier haben wir gesagt, machen wir das aus so halben Stufen. Zack, ein bisschen Deko, Einrichtungszeug können wir eigentlich hier reinmachen. Perfekt. Egal, machen wir unten Möbelzeug rein. Von der Bau GmbH zu einem Dach mit Helikopter. Max besser als Candy. Ach Quatsch, Leute. Candy macht auch einen guten Job. Candy macht auch einen guten Job. Ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat, dass Candy immer so gemobbt wird, weißt du? Der ganze Chat, ihr alle mobbt die ganze Zeit Candy, der Arme, ey. Lauschi spielt GTA. Ach, die spielt GTA. Okay, krass. Ja, ich bin hier alleine. Ich wollte doch hier noch eine Einweihungsparty machen. Egal, machen wir gleich. Ich sag ihm gleich, der soll wieder online kommen. Jetzt habe ich den Seelensand weggelegt, den haben wir ja noch gebraucht. So, richtig schön eingerichtetes Penthouse. So, hier geht's aufs Rooftop, zur Rooftop-Bar. So, zack, sehr gut. Ich muss euch eine Story erzählen.
kamen alle ohne unser Gepäck. Ey, oh Gott, lauf ja hier raus. Ey! Wir sind auf einer Insel. Sind ganz allein. So. Ach Leute, nee, hier müssen wir noch Schilder hinmachen, sonst haut das hier wieder alles nicht hin. So, damit. Wohl, nee, Schilder, hier brauchen wir kein Schild. So. Eigentlich voll die schlaue Idee hier mit diesen Halbstufen. Da muss man hier nicht so eine Schilder hinmachen. Vielleicht mache ich das in den anderen Stockwerken auch noch. Ist ja viel besser, Live-Chat. So, dann geht man nämlich einfach hier hin. Viel besser. Läuft das nicht raus. Wir sind auf einer Insel. Sind ganz allein. So, perfekt. Dann müssen wir hier so ein Gitter und sowas machen. Leute, ja, es gibt einen Ort. Genau. 12 YouTuber. 12. Alle mit Mauern getrennt. Alle. Und einer von ihnen ist der Beste. Ah, das wird gut hier. Das wird gut, Freunde. So, hier jetzt den Fahrstuhl reinbauen. Trick 17. Oh, oh, warte mal, ich habe da gerade was gesehen. Nein, jetzt läuft das hier wieder raus. Oh, nein, 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 nein. Wir brauchen Schilder. Okay, wir brauchen doch Schilder. Der Trick haut leider nicht so hin, wie ich dachte. Ey, warum geht das denn? Ach, Leute, wir müssen das Wasser nochmal wegmachen. Ich drehe durch. Ich drehe hier durch. Eieiei. Okay, wir müssen das doch anders machen. Braunschilder. Och, ey Mann, was habe ich denn jetzt hier gemacht, Leute? Okay, wir brauchen doch Schilder. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Neues Projekt. Minecraft Worlds. Ich nehme alles zurück. Schade. Wäre cool gewesen mit diesen Quarzdingern, aber geht ja nicht. Ein Auto englisch, das andere italienisch. Oh, stark. So, okay, jetzt geht's. Perfekt, jetzt müssen wir nur noch einmal runter, das abbauen. Und wir haben den Aufzug gebaut. Let's go. Oh, und hier kommt jetzt unser Rooftop-Pool hin. Und Helikopterlandeplatz, alles natürlich. Du musst nicht mehr arbeiten, denn ihr Sohn ist täglich zu sehen. Auf der YouTube-Startseite. Das hat natürlich verschiedenste Gründe, dass wir jetzt hier noch ein Dach was drauf machen. Weil wenn wir hier einen Pool machen würden, dann wird das ja durchtropfen, wisst ihr? Wobei, das Stockwerk darunter ist ja eh nicht genutzt. Wäre eigentlich egal, wenn das da ein bisschen durchtropft, oder? Eigentlich könnten wir doch, wir könnten den Pool eigentlich direkt hier hin machen. Dass man rappt in diesem Traum. Ich will halt nicht, dass man das von unten sieht. Was meint ihr, Leute? Wie sollen wir hier das machen? Das Ding ist, ich will auch eigentlich nicht hier so ein hässliches Gitter, so ein Geländer drumherum bauen. Das sieht ja, das sieht doch dumm aus hier, Leute. Entweder aus Glas. Boah, das ist jetzt schwierig. Wie soll man das am besten machen? Das muss natürlich gut aussehen hier. Manchmal wird es eng, so wie auf
Grad sein. Jetzt gehe ich zu Mama und sag, du musst nicht mehr arbeiten, denn ihr Sohn ist täglich zu sehen. Ja, wobei, komm, warte mal, wir lassen das doch hier. Wir lassen das doch hier so. Ja, und dann lassen wir nämlich hier den Pool so eben... Ah, okay, ich hab's jetzt, Leute. Ich weiß, wie wir es machen. Ich weiß doch, wie wir es machen. Dann machen wir nämlich jetzt hier so den Pool. Keine Ahnung, das wird dann hier so der Pool-Area. Ist ein bisschen schmal, vielleicht ein bisschen breiter. So, das hier wird dann hier so der Pool. Ja, genau. Und hier machen wir Heli-Landepad hin. Das Helikopter, den Helikopter-Landeplatz. So, dann reißen wir das hier nämlich einmal alles raus. Der Pool muss ja auch ein bisschen tiefer sein. Aus nur aus Bruchstein. Ich hoffe halt jetzt, dass das dann nicht so doof aussieht. Das müssten wir, das Problem ist, wir müssten das eigentlich aus blauem Beton bauen, damit das gut aussieht. So können wir machen. An sich, wenn der Pool 2 Blöcke tief ist, reicht das ja. Er muss ja nicht super tief sein. Ich werde ein paar Wände schaffen, die Grenzen machen. Boah, perfekt, hier haben wir noch weißen Beton, nice. Boah, Leute, das wird sehr, sehr böse aussehen. Das, oh, der Pool hier wird sehr, sehr böse kommen, Live-Chat. Der Pool wird sehr, sehr böse kommen. Candy, Crymax. Und den Boden könnten wir eigentlich aus blauem Beton machen, damit das ein bisschen mehr nach Wasser aussieht. Attackiert, dann gebe niemals auf. Oh mein Gott, das wird cracked. Leute, das wird krass aussehen. Komm, wir gehen blauen Beton holen. Oh, Leute. Gleich ist es soweit. Gleich kommt das Short, wie ich Candy Hops nehme. Candy, Crymax. Wisst ihr was? Ich werde das jetzt einfach gleich schon raushauen. Candy. Dann machen wir nämlich hier, dann machen wir nämlich gleich, bauen wir das Ding nämlich auf Kick weiter. Aber das Gute ist, also wenn man jetzt hier so unten ist, von unten sieht man das halt gar nicht, ne? Ey, was ist das? Das sieht ja hier noch total dumm aus, weil Candy da diese Verbindung gemacht hat. Zu einer YouTuber-Insel. Okay, das muss man sich jetzt hier wegdenken, dass das hier vernünftig aussieht. Aber man sieht nicht von unten, dass da noch was hinkommt. Gut, da wird man ein bisschen den Pool sehen, ne? Gut, das ist halt so. Aber egal, dafür haben wir da oben einen Pool. Dafür haben wir da oben einen Pool. So, warte, wir werden jetzt Candy Hops nehmen. Wir werden jetzt Candy Hops nehmen. So, Freunde, ich werde jetzt nämlich live auf Kick gehen. Das war's hier von dem YouTube-Stream gewesen. Ich schicke euch jetzt hier schon mal den Link rein. Kommt alle mit rüber. Dann werden wir live gemeinsam hier erstens Minecraft weiterspielen. Und Freunde, wir werden nämlich Candy jetzt gleich Hops nehmen mit dem Short. Wir werden ihn live darauf reagieren lassen, was ich mit seinem Play-Button da angestellt habe. So, warte. Ich schicke euch hier mal den Link rein. Hallo, wo ist der Link? Wo ist mein Chat? Ich sehe mein Chat nicht mehr. Wo ist mein Chat? Hallo, wo ist der Link? Da. So. Leute, kommt mal rüber, Kick.
twitch.tv/icrymix. Da geht der Stream jetzt weiter. Wir sehen uns gleich auf der anderen Seite. Lasst ein Like und ein Abo da. Danke für den geilen Stream. Und dann würde ich sagen, bis gleich auf Kick. In 2 Minuten bin ich online. Bis gleich, Freunde.